So, jetzt hörst du mich? Ja. Hey, perfekt. Hallo, Franja. Hallo. Jetzt musst du mir mal sagen, wie du deinen Namen, also wie spricht man das aus? Den Fran. spricht man Fran aus, den Vornamen, und den Nachnamen spricht man Osretschki aus. Osrečki. Genau. Das ist jetzt aber nicht polnisch. Das ist kroatisch. Kroatisch. Ja. Hey, ich habe mich so gefreut über deinen Tweet. Ja. Den fand ich so gut. Ja, ich muss Also sagen, ich bin. ich meine den, gell? Den hat er natürlich auch. Nein, es ist, ich fand's ja ganz witzig, weil ich meine, nicht nur, dass ich irgendwie Lem immer gerne gelesen habe, sondern ich kann mich sogar erinnern, dass ich mal als Student eine Arbeit darüber geschrieben habe und dabei aber quasi nie weiter damit gearbeitet, obwohl es eigentlich, wie ich finde, soziologisch sehr interessant ist. Und ich bin als Soziologe von der Ausbildung her. Und Was heißt da von der Ausbildung her? Also ja. ist das nicht richtig hier? Professor für allgemeine Soziologie, Ja, hallo. ja, 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 klar. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber gut, das heißt in der Soziologie nichts, weil wir natürlich schon auch Leute haben, immer wieder und immer öfter, die von der Ausbildung her was anderes sind, aber dann Professuren für Soziologie haben. Das kommt vor. Ja, das sagst du einem Sozialarbeiter. Ah, ja, genau. Ich bin mich gerade am Rumstreiten mit dem größten Forensiker im deutschsprachigen Raum. Ja. So, ne? Also dann sind plötzlich die Forensiker dann die Leute, die soziale Arbeit in der Tradition der Menschenrechtsorientierung ausbildet. Denkst du, dann kriegst du Schreikrämpfe. Ja, Also ja. gut. Wir haben das Problem teilweise mit Ökonomen, die dann Klar. halt wirklich richtig, zum Beispiel richtig gut mit Zahlen und Statistiken umgehen können und dann durchaus mal dann sich mit soziologischen Fragen beschäftigen. Man merkt man aber dann schnell, dass die dann von der Ausbildung her dann doch ein bisschen einen anderen Background haben. Ja, natürlich. Also eben, also Soziologie ist schon, also was da passiert ist, das war jetzt mit diesem Döks wieder ganz lustig. Warst du auch dort mit dabei? Döks, da die Konferenz in. Also in Wien, also sie war ja. Wenig. Und ja, also dieser Zerfall von Soziologie in Ja. eine Bindestrich irgendwas, das tut schon sehr weh, wenn man das Ja. so zuschaut. Ja, es ist gut. Ich meine, das ist, denke ich, ein Prozess, der sich schon seit langem abzeichnet, dass man im Prinzip, dass das Fach ja zumindest zweigeteilt ist. Ja. In sozusagen diese eher ja fast schon geisteswissenschaftliche Richtung und dann auf der anderen Seite dann diejenigen, die mit hochstandardisierten, quantitativen, statistischen Verfahren arbeiten, die haben einander immer weniger zu sagen. Ja. Und auch kaum noch eine Gesprächsgrundlage, weil man einfach von so unterschiedlichen Prämissen ausgeht, sodass ich fast schon befürchte, dass das Fach in den nächsten Jahrzehnten, das werde ich vermutlich noch erleben, dass das Fach als solches gar nicht mehr existieren wird. Und das wäre nicht das erste Mal, dass Fächer verschwinden und halt einfach aufgeteilt werden zwischen stärkeren Fächern. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Was ich einfach so spannend fand, ich habe letztens wieder Luhmann hervorgezogen und dann beim Klassiker Gesellschaft der Gesellschaft noch Ja. einmal vorne. Das ist für mich nicht so ganz leicht verständlich, aber deutlich wird ja, dass er auf die zentralen Begriffe noch einmal eingeht. Also zum Beispiel Gesellschaft. Was Ja. meinen wir eigentlich, wenn wir Gesellschaft sagen? Sind Ja. jetzt das ganz viele Menschen? Ja. Aha, Menschen? Dann geht er durch. Ah, ist das die Gruppe von eben Körpern auch wieder, welche innerhalb von einem Nationalstaat National, sind? ja. Oder sind es eben kulturelle Gruppen? Also er nuckelt das alles durch. Und ich glaube, er Ja. begründet, warum es nicht geht. Ich habe es nicht verstanden, aber ich habe Ja. verstanden, dass er sagt,
Leute, da kommt dann der Satz, das ist einfach theoretisch nicht mehr satisfaktionsfähig. Ja, ich meine, das ist halt sowieso ein Problem. Also das, ich meine, wenn man es mit sehr reifen Disziplinen zu tun hat, und die Soziologie ist zumindest, was ihr Alter anbelangt, eine reife Disziplin, dass es schwierig wird, mit Begriffen zu arbeiten, die, sagen wir mal so, hochgradig abstrakt oder generalisiert sind. Ich meine, wenn du zum Beispiel mit Physikern sprichst, niemand von denen verwendet oder forscht über das Konzept der Natur. Ich meine, die beschäftigen sich mit Naturgesetzen, aber auf einer so detaillierten Ebene, dass es dann nur noch sehr, sehr wenigen Spezialisten vorbehalten ist, zum Beispiel über das Universum etwas zu sagen. Das ist dann massenmedial möglicherweise prominent, so Leute wie Hawking oder sowas, die dann über das Universum forschen. Aber das ist eine mini, mini, mini kleine Gruppe von Leuten. Und im Übrigen beschäftigen sich die meisten Physiker und Physikerinnen ja eigentlich mit Phänomenen, die einfacher zu greifen sind. Und so ist es in der Soziologie auch. Also du hast irgendwie ganz, ganz wenige Leute, die über die Gesellschaft etwas sagen können. Sondern die meisten Leute beschäftigen sich dann, weiß nicht, Ungleichheit, Familie, Organisationen, Freundschaftsbeziehungen, weiß nicht, ja, sowas. Also kleine. Und das scheint mir sehr typisch zu sein für die Entwicklung einer jeden Wissenschaft, dass man sozusagen diese großen Begriffe, die am Anfang stehen, nach und nach eigentlich in die hinteren Reihen schiebt, das bekommt alles immer so ein bisschen so einen unwissenschaftlichen Touch, wenn ihnen reifer werden. Nicht? Also ich fand es einfach sehr, sehr spannend. Es kommt dann dieser andere Satz, dass er dann sagt, ja, da stellt sich was um. Also eben diese Theorien, das funktioniert alles nicht mehr. Und dann, wo ist denn das? Ich dachte, ich habe so viel rumgemalt, dass ich nicht mehr sehe. Warum, Seite 32, warum fällt es der Soziologie aber so schwer, diese Wende mit zu vollziehen? Also oben hat er wieder eine lange Liste von Unterscheidungen, die nicht mehr funktionieren, Denken, Sein, Erkenntnis, Gegenstand, Subjekt, Objekt und so weiter. Er macht ja unendlich viele Listen. Und dann, warum fällt es der Soziologie aber so schwer, diese Wende mitzuvollziehen? Ich finde das so attraktiv. Ich meine, das ist auch ein bisschen, ich meine, ich weiß nicht, wie sehr du dich dafür interessierst, aber es ist zum Beispiel ein Anzeichen dafür, oder zumindest wird es da sehr deutlich, dass halt Luhmann insbesondere gegen Ende seiner Schaffensphase ja überhaupt nicht mehr Soziologe geschrieben hat. Also das hört ja irgendwann dann in den 80er Jahren auf. Also ab den frühen 80er Jahren entwickelte er eigentlich seine eigene Privattheorie, die eigentlich mit den in der Soziologie im Übrigen diskutierten Begriffen kaum noch kompatibel ist. Der hat irgendwann mal quasi die Lust verloren, mit den Soziologen zu reden, weil die ihm zu doof waren. Und dann hat er angefangen, seine Privattheorie zu entwickeln, was Vor- und Nachteile hat. Also der Vorteil ist natürlich, dass man eine extrem anspruchsvolle Theorie hat. Der Nachteil ist, dass eigentlich kein Soziologe oder nur noch die wenigsten dem folgen können. Und die dem folgen können, machen daraus eine, wenn man so sagen will, Luhmann-Forschung. Weil man damit in der normalen Soziologie irgendwie kaum Boden unter den Füßen bekommt, nicht? Also das ist dann sehr schwierig. Also wenn dann mit Begriffen gearbeitet wird wie Autopoiesis oder doppelte Kontingenz oder so etwas, das kommt in der Soziologie im Übrigen ja gar nicht vor. Das sind Begriffe, die Luhmann-Begriffe sind. Und das ist ein bisschen schade, dass sich halt diese Theorie nach und nach und sukzessive ja entfernt hat von den üblichen soziologischen Fragestellungen. Deshalb stehe ich ja, wenn es um Luhmann geht, ja viel mehr auf die frühen Sachen. Ja, ich doch auch. Damit kann ich viel mehr anfangen. Diese späten Sachen sind mir einfach zu esoterisch. Esoterisch jetzt im nicht wertenden Sinne. Esoterisch einfach im Sinne von sehr eigenbrötlerisch. Im Sinne von idiosynkratisch, könnte man auch sagen. Also ich habe gerade noch einmal nachgerechnet, wie GDG, also Gesellschaft der Gesellschaft, gekommen ist, war er 71. Ja.
Er war 71 und das nennen wir ja heute wohl sein Dings da, oder? Gut, ich meine, das kommt immer darauf an, wofür man sich interessiert. Ich zum Beispiel kann mit diesen späten Büchern sehr wenig anfangen, ich zitiere auch raus. Weil das tatsächlich, und sagen wir mal so, wenn man Luhmann kennt, dann sind diese letzten, allerletzten Bücher Gesellschaft der Gesellschaft sehr repetitiv. Also da kommen sehr viele Dinge vor, die man schon vorher kannte. Es wird dann irgendwie nochmal gesagt, was ist funktionale Differenzierung? Es wird dann nochmal gesagt, was ist Evolution? Es wird nochmal gesagt, was ist also eine systemtheoretisch basierte Kommunikationstheorie? Dann wird nochmal hergezogen über die alteuropäische Semantik. Also es ist dann nochmal quasi diese Wissenssoziologie aus den späten 70er Jahren, die nochmal begrifflich aufgebrezelt, aber im Prinzip von den Aussagen her sehr ähnlich ist. Also diese späten Bücher sind, wenn man so sagen will, eine nochmal etwas abstrahierte Zusammenfassung dessen, was die 15 oder 20 Jahre davor geschrieben wurde. Ja. Und insofern sicherlich auch informativ, aber ich muss sagen, am meisten geben mir die Sachen, die tatsächlich vielleicht bis so 1979, 1980, vielleicht bis Liebe als Passion, das ist sozusagen das Letzte, was ich tatsächlich... Wie heißt das? Liebe als Passion. Ah, okay. Das ist das letzte Buch, womit ich tatsächlich auch soziologisch wirklich arbeiten kann. Das ist aber, das sagt jetzt überhaupt nichts darüber aus, was andere damit anfangen. Aber für mich hört das dann auf. Also die Sachen, die danach kommen, sind tatsächlich fast schon oder nur noch sehr schwierig und mit sehr vielen Übersetzungsleistungen rückkoppelbar an die in der Soziologie üblichen Fragestellungen. Aber wie es Liebe als Passion geht, das gut. Das ist super. Also, und das ist ein tolles Buch. 94 ist das gekommen, Liebe als Passion. Nein, Liebe als Passion in der Erstauflage 1982, glaube ich, oder 81. Wow. Okay. Ja, das kenne ich gar nicht. Das ist super. Das ist außerhalb des deutschsprachigen Raumes mit Abstand das bekannteste Buch von Luhmann. Also die Amerikaner, wenn sie Luhmann kennen, und sie kennen ihn selten, aber wenn sie ihn kennen, dann kennen sie ihn für Liebe als Passion. Super. Das ist das Buch, das quasi international Wellen geschlagen hat. Ja. Das wird ihm ja, also da am Döx gab es eine Diskussion und dann hat, wer war es schon wieder, zu mir gesagt, ja, Luhmann kann man halt einfach nicht auf Englisch übersetzen und deshalb hat er keine Chance. Und solche komischen Argumente. Also nein, das stimmt nicht. Dass Luhmann im englischsprachigen Raum nicht ernst genommen wurde, hat einen viel, viel, wenn man so sagen will, einfacheren Grund oder möglicherweise komplizierteren Grund, ich weiß es nicht, aber der Grund ist auf jeden Fall, dass er im Prinzip ja verstanden wurde als so eine Art von postmodern gewendeter Talcott Parsons. Zu einer Zeit, als diese Theorie nicht mehr wirklich anschlussfähig und interessant für die damaligen amerikanischen Beobachter war. Und das ist halt natürlich dann ein Problem. Also das ist, und das ist auch sehr wichtig, Luhmann war kein Stratege. Der hat in Eigenregie diese Theorie gemacht, er hatte keine Kollaborationspartner, das ist alles sein eigenes Ding und es war ihm scheinbar völlig unwichtig, ob diese Theorie international wirklich ausstrahlt. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit Leuten wie Bourdieu, der war unfassbar strategisch, der hat einfach sich die besten Studenten genommen, die er hatte, hat mit denen Aufsätze geschrieben und Bücher herausgegeben und wenn das geklappt hat, hat er sie nach Berkeley und an die Uni Chicago und an die Columbia geschickt. Und natürlich hat er halt dadurch seinen Diskurs amerikanisiert. Und das hat er unglaublich erfolgreich gemacht. Nicht? Und das war Luhmann völlig, völlig egal. Also so hat er nicht gedacht. Er hatte keine Schüler. Also wird immer von Luhmann Schülern geredet. Das ist Bullshit. Der hat das alleine gemacht. Und es gab natürlich Leute, die haben ihm zugehört. Und es gab Leute, die haben ihn angehimmelt und so, aber der hatte keine Schüler in dem Sinne, so wie Bourdieu welche hatte. Also quasi enge Kollaborationspartner jüngerer Generation, die dann in die Welt geschickt werden. Das hatte Luhmann nicht. Das wollte er auch gar nicht. Der war zu kauzig dafür. Und das macht sich dann natürlich bemerkbar. Ne? Ja, super. Sag noch zwei, drei Worte zu Liebe als Passion. Was ist? Kannst du da noch... Ja, das ist ein Buch, das sich beschäftigt mit Liebesberatungsliteratur aus der frühen Neuzeit.
Also es geht tatsächlich um die Erfindung romantischer Liebe und die Erfindung romantischer Liebe als Ausdruck einer sich beginnenden oder einer sich funktional differenzierenden Gesellschaft Ende des 16. Anfang des 17. Jahrhunderts. Und in diesem Buch gibt es den Nachweis, dass man anhand dieser Beratungsliteratur nachweisen kann, dass eben Liebe zu einem Funktionssystem wird, dass Intimität zu einem Funktionssystem wird, welches entlastet wird von anderen gesellschaftlichen Aufgaben. Also dass man sich zum Beispiel so etwas vorstellen kann, wie dass man eben Liebe liebt und dass man zum Beispiel sich dann auch längerfristig vorstellen kann, ja, dass langfristige Beziehungen ein für vormoderne Gesellschaften völlig absurder Gedanke, dass langfristige Beziehungen, also Ehen, basiert werden könnten auf romantischer Liebe. Und und es geht im Prinzip ja also genau um diesen Nachweis, dass unsere Vorstellungen von Liebe ja, wenn man so sagen will, langfristige Effekte der funktional differenzierten Gesellschaft sind und dass unsere Vorstellungen von Liebe eben gut dazu passen. Also, dass man Liebe zum Beispiel entlastet von Fragen der Macht und von Politik, dass man Liebe auch sehr ernst nimmt in dem Sinne, also dass man sagt, das ist zwar was sehr Privates, aber in dem Sinne wahnsinnig wichtig, weil es ja irgendwie für vormoderne Gesellschaften ja genau andersrum war. Die haben gesagt, ja, Liebe kommt natürlich vor und so und romantische Liebe ist auch nicht schlecht. Und Minne sagen und so, das kann man alles machen, aber Politik ist was anderes, Familien sind was anderes, Ehen sind was anderes, also quasi romantische Liebe als so eine Art von irgendwie netter Zeitvertreib, das kann man machen und dann ist es irgendwann mal auch vorbei, aber natürlich geht es in Ehen darum überhaupt nicht. Ne? Ja, sehr schön. Perfekt, okay. Ja. Ja, super. Ja, das ist jetzt lustig, dass wir uns so kennenlernen. Ja. Und machst du jetzt von dort her die Verbindung zu Stanislaw? Zu Stanislaw Lem führt mich eigentlich etwas Ähnliches, aber etwas anderes. Ich habe mir lange Zeit Gedanken darüber, also ich lese sehr gerne Belletristik und zwar alles Mögliche. Und ich lese auch sehr gerne Science Fiction und dabei ist mir aufgefallen, dass es natürlich eine sehr lange Diskussion darüber gibt, was macht eigentlich gute Literatur aus. Das ist natürlich, also die literaturwissenschaftliche Debatte dreht sich immer darum. Aber im Vergleich dazu ist die Frage, was eigentlich gute Science-Fiction ausmacht, unterentwickelt. Und jetzt kann man sich die Frage stellen, wäre nicht eine Möglichkeit, über gute Science-Fiction zu reden, dass man sie danach beurteilt, inwiefern die maximale Fremdheit narrativ erzeugt wird. Also quasi Fremdheit so narrativ erzeugt wird, dass tatsächlich das, was da beschrieben wird, mit gesellschaftlichen Normalerwartungen darüber, wie ja, soziale Strukturen funktionieren, wie möglicherweise auch Organismen funktionieren, wie möglicherweise auch Denkprozesse funktionieren, dass die damit radikal bricht. Und dann kann man sich so etwas vorstellen wie ein Kontinuum von, sagen wir mal, inspirierten und nicht inspirierten Science-Fiction-Werken mit sozusagen zwei Extremen. Und ein Extrem des nicht inspirierten Science-Fiction-mäßigen Schreibens wäre sicher die Space Opera. Also wo man so etwas sagt wie, naja, das ist halt einfach, das sind menschliche Konflikte in die Zukunft verlagert. Und dann gibt es dann in der Zukunft Imperien, die genauso funktionieren wie das Römische. Das ist Star Wars oder meinetwegen auch so diese neueren Sachen, die sehr gefeiert werden, zum Beispiel An Empire Called Time oder sowas. Das ist einfach nur, wenn man sagen will, Byzanz, nicht? Also das ist sozusagen dann nicht mit Eroberung und so, sondern mit diplomatischen Verwicklungen auf mehreren Ebenen. Aber es sind im Prinzip humane Imperien, die ins Weltall transferiert werden. Dann gibt es eine etwas, und das ist vielleicht eine ungewöhnliche Interpretation, aber finde ich etwas interessanter ist Star Trek. Also das ist tatsächlich der Versuch, funktionale Differenzierung im Weltall nachzubilden, aber dadurch, dass man sagt, die Menschheit ist die einzig funktional differenzierte Gesellschaft, indem es in der Menschheit so etwas gibt wie Wissenschaft und Politik und Liebe und Wirtschaft und Kunst und all das gibt es in der modernen Menschheit, aber alle anderen Zivilisationen sind im Prinzip Hypostasierungen einer und nur einer Funktion. Also dass man dann sagt, die Vulkanier sind eine wissenschaftliche und nur wissenschaftliche Zivilisation. Die Klingonen sind eine militärische und nur militärische Zivilisation. Oder die Betasoiden sind eine Liebesrasse, die lieben. Vor allem das.
Nicht? Und die sind dann Spezialisten für Liebe. Das ist eine Liebeszivilisation. Oder es gibt sogar eine juristische Zivilisation. Bei Star Trek nehme ich die Scheliak. Die Scheliak sind eine Zivilisation, die überhaupt nicht menschlich sind. Das sind so schwarze Blobs. Man erkennt sie überhaupt nicht als humanoide Formen, Lebensformen. Aber sie zeichnen sich durch etwas aus, nämlich juristische Pingeligkeit. Und es gibt eine Folge, wo Jean-Luc Picard mit denen diskutiert über die Besitzansprüche auf einen unbewohnbaren Planeten. Also niemand kann dort überleben. Und es geht im Prinzip nur darum, darf dort die Föderation eine Forschungsstation aufbauen? Und die Scheliak sagen nein, weil in unserem Friedensvertrag aus 2271 steht drinnen, dieser Planet ist eindeutig unsere Einflusssphäre. Naja, bla bla bla. Jedenfalls, das ist ganz interessant. Das ist eine juristische Zivilisation. Also die beschäftigen sich mit Jura. Das finde ich ganz interessant, weil man dann im Prinzip so etwas sagt wie, der Weltraum ist dann ein Prisma, dass einfach das, was in der Menschheit, in der terrestrischen Menschheit quasi zusammen existiert, wird durch dieses Weltallprisma aufgespaltet. Und die einzelnen Zivilisationen sind im Prinzip einfach nur Spiegel der einzelnen Funktionssysteme, die bei uns in der modernen Gesellschaft gleichzeitig vorkommen, und zwar nebeneinander. Und das ist aber in den anderen Zivilisationen scheinbar nicht vorstellbar, sondern man denkt sich, die sind dann eines und nur eines. Das wäre schon so ein bisschen was Fremdartigeres, dass man sagt, okay, das ist nicht einfach nur menschliche Zivilisation ins Weltall transportiert, sondern Teile ihrer Zivilisation werden hypostasiert. Und dann als fremdeste Vorstellung ist sicherlich Lem. Und dass man den quasi darstellt als besonders kreativ in der Beschreibung und sehr fremdartiger Zivilisation, wenn sie denn überhaupt welche sind. Und dafür würde ich dann zwei Bücher exemplarisch herausnehmen, nämlich Solaris und Fiasco, die das am besten zeigen. Also dass man, und zwar auf zwei Ebenen, nämlich der Ebene der internen Differenzierung dieser Gesellschaften, die sich uns gar nicht erschließt, also Solaris als denkender Ozean, wo man aber auch nicht weiß, ob er denkt, wo man auch nicht weiß, ob der wirklich mit uns kommunizieren will oder nicht anders kann, als den dort irgendwie tätigen Forschern diese Psychosen in den Kopf pflanzen. Ist das überhaupt ein Kommunikationsversuch oder kann das Ding, das da unten auf diesem Planeten sich ausgebreitet hat, nicht anders als eben das zu tun? Ist das ein Naturphänomen? Ist das eine Zivilisation? Ist es ein einzelner Organismus? Das finde ich sehr fremd, also im Vergleich zu der Struktur unserer Gesellschaft sehr fremdartig. Sensationell. Und dann Fiasco, wenn man so sagen will, als anderes Beispiel, vielleicht auf die Spitze getrieben, wo das Buch nicht besonders gut ist, denn es ist eigentlich einfach nur ein Kommentar auf den Kalten Krieg, primär. Nicht? Also das Thema dieses Buches ist, was passiert, wenn die Menschheit mit einer Zivilisation Kontakt aufnimmt, die in einen dortigen globalen Konflikt gerade verwickelt ist. Also es gibt einen Weltkrieg auf diesem Planeten. Und als dritte Partei kommt dann eben die Menschheit mit ins Spiel und eben als dritte Partei. Und das ist das Problem, vor dem Hintergrund dann so etwas beschrieben wird, wie die Kommunikationsunwilligkeit dieser Zivilisation mit der Menschheit. Und zwar deswegen, das finde ich ganz naheliegend, denke ich, wenig überraschend, aber cool als Idee trotzdem, wenn du dich einschaltest in einen Konflikt, auch wenn du überhaupt nicht eingeschaltet werden willst, du wirst hineingezogen. Das heißt, beide Konfliktparteien, man weiß gar nicht, wie viele Konfliktparteien es auf diesem Planeten gibt, aber sie scheinen alle die Menschheit zu sehen als potenziellen Kompagnon der jeweils anderen Konfliktpartei und dadurch kommt keine Kommunikation zustande, sondern die erste Reaktion ist, wir schießen euch ab. Und das ist dann, und vor allem halt wirklich so diese, und das ist natürlich das Schwache an dem Buch, das ist einfach nur ein Kommentar über den Kalten Krieg, aber das Gute an dem Buch ist diese prinzipielle Vorstellung, ja, was passiert denn, dass, wenn man eine ausländische Zivilisation trifft, die in einem Punkt uns sehr unähnlich ist, nämlich, dass sie überhaupt kein Interesse hat an Kommunikation mit außen. Also eine maximal xenophobe Kultur, die sogar, wenn man zu ihnen kommt, und ihnen freundlich darstellt, hey, wir sind da, um Freundschaft zu schließen. Wir haben keine Interessen an Kolonisierung. Wir haben kein Interesse an militärischer Eroberung. Das ist völlig egal. Wir wollen euch nur kennenlernen. Und die sagen, nö. Wollen wir nicht. Kein Interesse.
Das ist natürlich sehr interessant. Und dann natürlich die letzte Szene dieses Buches von Fiasco, das finde ich auch ganz spannend. Eine Zivilisation, die nicht aus Individuen zu bestehen scheint, sondern aus Pilzkolonien, nicht? Also Wow. die sind keine Individuen, sie sind auch als Einzelne gar nicht scheinbar kommunikationsfähig, sondern das sind miteinander verbundene große Pilzkolonien, die keine Arme, keine Beine, keine für uns erkennbaren Gehirne haben. Und kommunizieren, wenn, dann nur mit technischen Anlagen. Also man kann nicht direkt mit denen reden. Die sehen einfach aus wie so in der Erde halb vergrabene große Blobs. Nicht? Und das finde ich ist auch sehr interessant. Also sozusagen die maximale Fremdheitsvorstellung hier auf zwei Ebenen, nämlich der Unwille zu kommunizieren und die Nicht-Differenziertheit. Nicht? Also das Fremdeste, was sich ja Menschen vorstellen können, ist ja etwas, das nicht in Individuen differenziert ist, nicht? Also ein großer denkender Organismus, dessen Gedanken und Handlungen überhaupt nicht zurechenbar sind. Also ein Blob, der tut was, aber vielleicht tut er auch nichts, wir wissen es nicht. Er prozessiert irgendwas, vermutet, aber mehr Ja, weiß er man ist ja da. Ja, genau. nicht. Oh, das ist aber super. Ah, da freue ich mich. Ja. Und ich habe gerade hier das Dings aufgemacht. Das hat er 1986 gebracht. Ja. Und Und das. ja, also ich mag dieses Buch sehr gerne, obwohl es wirklich seine Längen hat und ja, also es gibt viel, viel bessere Bücher von ihm. Aber das scheint mir da gut hineinzupassen. Also so in diese, also das kann man schon so sagen, meines Erachtens, dass das ein Qualitätskriterium von Science Fiction eben diese Kreation maximaler Fremdheit ist. Und ich kenne keinen Autor, wo das so gut gelingt. Ich meine, es gibt natürlich, ja, also darin ist er sehr gut, nicht in anderen Sachen. Also zum Beispiel, gerade wenn man sich so neuere Science-Fiction-Sachen anschaut, die richtig, richtig gut sind, also Cixin Liu zum Beispiel. Da kann er nicht mithalten. Also bei dem Level an, wenn man sagen will, auch Detailwissen in Bezug auf Physik, Detailwissen in Bezug auch auf komplizierte physikalische oder mathematische Fragen, da kann Lem nicht mithalten. Im Vergleich dazu ist er ein Märchenonkel. Und harmlos. Und das ist die weichste Science-Fiction im Vergleich dazu. Aber in dem Bereich ist er wirklich unschlagbar. Also diese maximale Fremdheitskonstruktion. Und genau, und die These des Vortrags wäre einfach nur, dass das, was uns fremd vorkommt, sehr stark korreliert mit den Strukturen unserer Gesellschaft. Also da unsere Gesellschaft, wie ich finde, funktional differenziert ist, müsste man sich die Frage stellen, was kommt so einer Gesellschaft denn am fremdesten vor? Ja, Und am ja. fremdesten ist wahrscheinlich verfehlende Differenzierung. Ja. Ja, super. Super. Ja, also, das wird spannend. Ja, lustig habe ich jetzt gefunden, eben, also dieses Buch ist 86 gekommen. Das bringt mich noch einmal zurück zu Niklas Luhmann. Ja. Ich setze eigentlich auch bei 1986 ein bei ihm mit diesem einen kurzen Vortrag an einem Festival oder an einem Kongress, wie Sie es gesagt haben, in Heidelberg. Er hat dort zwei Vorträge gemacht und der eine war dann eben dieser, was ist Kommunikation? Und in diesem Text kommt ja dann eben dieser berühmte Satz vor, Kommunikation kommuniziert, nicht Ja, Menschen. nicht Menschen, ja. Er entwickelt dort, also er nimmt eigentlich diese Ideen auf Ja. von den autopoietischen Systemen, also das Biologische, das Psychische, das Soziale und legt ja eigentlich einen ganz anderen Filter noch einmal über das zu beobachten. Und eben wie er dann später sagen wird, also all diese Gesellschaftsbegriffe und all die, das funktioniert alles nicht, das macht theoretisch keinen Sinn mehr. Aber 1986 macht er einen solchen Vorschlag, ja, wie könnten wir uns denn das vorstellen mit Ja. diesen drei autopoietischen Systemen, ne? Also dieses Biologische, diese Welt da draußen, wo mein Körper ja Teil davon ist, Ja.
Ja, und dann diese Psychen, wo ich ja nicht Copy-Paste machen kann, was Ja. irgendwie so in einer eigenen, das funktioniert halt einfach und tut halt einfach und so. Und dann noch dieses Soziale. Und so bin ich dann eigentlich, also das war so meine Berührungsfläche, weil es da aus der Sozialarbeitstheorie, wie ich da gekommen bin, waren das so, diese systemischen Überlegungen waren so eine bestimmte Ähnlichkeit und das hat einfach sehr gut funktioniert, also weil es nicht gepasst hat und hat extrem inspiriert, immer wieder so zwischen Silvia Staub-Bernasconi und Niklas Luhmann hin und her zu gehen und diese Spannungen da auszuhalten. Und jetzt aber, ich kenne Herrn Stanislaw überhaupt nicht, aber Ja. ich bin einmal über dieses also sprach Golem gekommen. Ach ja. Und wenn ich da sehe, wo ich nicht mehr gemalt habe, dann weiß ich dann jeweils, wo ich etwa aufgehört habe. Also ich habe im vorderen Teil aufgehört zu lesen und ich war eigentlich total, also ich war so angeregt und inspiriert von diesen Vorträgen. Also das ist ja diese Situation. Da hat also ein Superrechner noch zwei Assistenten. Das erinnert mich dann immer so an Elon Musk und seine Tesla-Fabriken. Also das sind ganz viele Roboter, die da machen. Und dann brauchen sie halt noch zwei, drei Menschen, falls Ja. irgendwo mal was schief geht und Ja, der ja. Roboter da nicht hingeht und dann, ja, dann geht man halt zum Roboter und hilft ihm, dass er Ja. wieder tun kann. Oder der Roboter ruft und sagt, ich brauche Ja. jetzt das oder so. Ich finde das saugeil. Ja, Und ich weiß nicht, ob das eine Szene von Lem ist, also vermutlich, ich würde es ihm zutrauen, ich glaube, es ist eine, die Menschheit baut einen Supercomputer, und zwar wirklich Supercomputer, ja. und dann stellt sich die Frage, mit welcher Aufgabe betraut man denn diesen Computer zuerst? Ja. Und man diskutiert lange darüber, welche Frage man diesem Computer stellen soll, und ein Physiker kommt dann auf die Idee, den Computer zu fragen, ja, gibt es Gott? Und der Computer antwortet, jetzt gibt es einen. Geil. Oder eine andere, und das kommt definitiv von Lem. Ich glaube, das ist in den Stern-Tagebüchern. Das sind so Kurzgeschichten. Und da wird beschrieben, und das finde ich ein sehr spannender Gedanke, gerade vor den aktuellen Debatten um künstliche Intelligenz und die Allmacht von Algorithmen. Es gibt in der weit entfernten Zukunft eben eine menschliche Zivilisation, die wohnt auch auf der Erde und die verfügt über unglaublich starke, ja, also tatsächlich künstliche Intelligenzen. Und diese künstlichen Intelligenzen haben eine ganz wesentliche Aufgabe, nämlich den Weltraum zu scannen. Und zwar aufgrund von relativ wenigen Informationen, die sie haben. Das heißt, aufgrund von sehr wenigen Informationen können sie mit unglaublicher Treffsicherheit sagen, auf welchem Planeten in unserem Umkreis sich Leben entwickelt hat. Und nicht nur das, sondern wie dort die Zivilisation aussehen. Und zwar ohne, dass man jemals mit dem Teleskop hingeguckt hätte. Sondern die sagen, okay, gut, also unter der Voraussetzung, dass der Stern, der sich dort befindet, die und die Größe hat, unter der Voraussetzung, dass sich im Prinzip die Planeten dort so und so entwickelt haben, können wir mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass dort mittlerweile eine Zivilisation existiert, die ungefähr vom technischen Grad, weiß nicht, unserem 18. Jahrhundert gerade eben entspricht. Und das führt dazu, ganz interessanter Gedanke, das führt dazu, dass Menschen völlig das Interesse daran verlieren, was draußen im Weltall passiert, weil man einfach ins Archiv gehen kann und kann dann den Computer die Frage stellen, so hier, ich sag dir mal diesen Stern, was für eine Zivilisation gibt es dort? Naja, und der spuckt dir dann 17 Millionen Seiten Infos über diese Zivilisation aus. Nicht? Und der Nachteil ist natürlich, dass die Menschheit sozusagen das Interesse oder die Spannung daran verliert, weil man könnte immer nachgucken, ja, naja, gut, okay, dort gibt es eine Zivilisation, die ist sehr alt, die kann auch schon sehr viel, die sind viel weiter fortgeschritten als wir, aber so what? Ich meine, die sind halt einfach unglaublich weit weg von uns entfernt, wir werden einander nie sehen, miteinander kommunizieren macht auch keinen Sinn, weil bis wir mit denen kommunizieren, dauert es 500 Jahre hin und zurück mit Lichtgeschwindigkeit, aber die sind da irgendwo und sind ziemlich krass drauf. Na und? So. Irgendwie. So ein bisschen, ja, das ist sehr schön, nämlich vorweggenommen halt auch diese Informationsflut, die durch das Internet zustande gekommen ist, wo es am Anfang so diese Idee gegeben hat, hey, großartig, ich kann jederzeit jedes Buch der Welt mir aus dem Internet ziehen, wie geil.
Also so diese Vorstellung, man muss einfach nur oder Informationsbarrieren abschaffen und dann kommt das in die Köpfe von Menschen. Das heißt, man hat sich, oder viele Enthusiasten haben sich vorgestellt, naja, der einzige Grund, warum Menschen keine Informationen haben, ist, dass sie keinen ordentlichen Bibliotheksausweis haben. Hätten sie ihn, dann würden sie in die Bibliothek gehen und die verschlingen. Und das Internet löst dieses Problem. Und natürlich war es nicht so, sondern die Leute interessieren sich für WhatsApp. Ja, und zwar auch ihr Nahumfeld und so. Und da ist Lemmel wirklich schon sehr, sehr interessant, weil er quasi diese Paradoxien, wenn man sagen will, schön darstellt. Also was passiert mit unglaublicher Informationsflut? Ja, genau. Und meine Frage, ja? Nein, auch diese Vorstellung der totalen Berechenbarkeit, also inwiefern das etwas verändert. Und wir sagen, nein, es verändert überhaupt nichts. Die Leute werden dadurch einfach nur gelangweilt. Wenn du eh weißt, was dort irgendwie passiert, 30 Millionen Lichtjahre von dir entfernt, ja, warum sollte man da noch hinschauen? Da gibt es ja den Computer, der weiß das. Ich könnte nachschauen, tue ich es? Nein. Geil. Ja, ja, also ich habe ja dann Dirk Becker einfach noch einmal gefragt, könnten wir eben inspiriert auch wieder von Stanislaw Lem, der in diesem Golem-Buch eigentlich oder in diesen Vorträgen des Golem, dieses Superrechners, also wie er da den Menschen die Welt erklärt und sich selbst, also den Menschen die Menschen erklärt und all diese Dinge. Dass wir eigentlich von einem vierten, das war eigentlich dann meine Idee, könnten wir eigentlich nicht von einem vierten autopoietischen System zu sprechen beginnen, was diese Superrechner eben wären, zu denen wir ja eigentlich nur noch einen Screen haben, einen Zugang. Aber dahinter können wir uns natürlich leicht vorstellen, dass es eine viel größere Umgebung ist, auch eine selbstorganisierende und auch sich selbst fortschreibende Entwicklung gibt. Wie auch immer. Also das habe ich dann Dirk Becker gefragt, ob er mir das versprechen kann, ob er da eine Antwort entwickelt. Und das hat er zugesagt. Ich bin sehr gespannt. Also sein Titel. Sollen wir rübergehen zu diesem Dokument oder haben wir noch was? Oder also noch einmal vielleicht eine grundsätzliche Frage. Diskutieren jetzt wir beide einfach alleine oder kommt jetzt noch jemand? Wenn wir beide jetzt alleine diskutieren, dann können wir gerne irgendwie übergehen zu dieser Frage. Wann du mich vorgesehen hast oder welche Slots es gibt, wo ich reinpasse oder sowas. Ja, genau. Also, und dann wären wir ja bei diesem Dokument, was du extrem schön besprochen hast. Und das finde ich super. Also, die Grundidee ist ja eigentlich eben ein offenes Dokument zu haben, was einfach eben da liegt. Und was das Einzige, was wir gemacht haben, ist diese Vier-Tage-Struktur und dass wir Zeitvorschläge gemacht haben. Mhm. Und dass dann aber eigentlich das Dokument, also nicht selber vor sich hin wuchert, aber dass halt die Leute, die kommen und sagen, da möchte ich was machen, sich eintragen und es dann läuft. Und das haben wir letztes Jahr mit Paul Watzlawick gemacht. Das werden wir nächstes Jahr mit Katharina von Zimmern machen. Die ist für mich wichtig, weil sie vor 500 Jahren professionelle, staatlich zwangsfinanzierte soziale Arbeit angeschoben hat in Zürich. So, aber das ist ja wie mit Stanislaw Lem oder eben Paul Watzlawick. Also eben, ich sage Stanislaw Lem und dann hast du deine Assoziation, deinen Zugang, dein Ding. Und ich habe eine völlig andere. Also ich habe dann dem eben diese intentionale Frage gesagt. Also wer welche intentionale Frage hat auf diesen Problemgegenstand oder dieses aufgeworfene Wort, das ist ja völlig unterschiedlich. Und es geht eigentlich gerade darum, diese Vielfalt und diese Unterschiedlichkeit, diese Gegensätzlichkeit einfach so nebeneinander zu stellen.
dann haben wir einmal, also gut, ist egal. Also und jetzt ist es also einfach traditionell so, wir beginnen am Donnerstag. Also enden tut das immer auf den Reformationssonntag. Ja. Das haben wir einfach gemacht, damit wir über 1000 Jahre hinweg rechnen können und uns nicht verstellen müssen. Und dann beginnt es am Donnerstag. Und diesem Donnerstag sage ich eigentlich Lost Society, um dann den nächsten Tag Next Society zu sagen. Also weil es darüber geht, also kriegen wir... ja, weil so, also gut, eben, das ist ja, muss man dir ja nicht erklären. Also diese Dirk Becker-Dings da, was er halt immer wieder bringt, dieses darüber nachdenken, wie verändert sich Gesellschaft. Eben würde mich jetzt auch wieder verbinden mit Luhmann, aber eben auch mit Staub, Bernasconi, diese Verwendung der Weltgesellschaftsbegriff, ja. Also welcher dann gekommen ist über einige Jahrzehnte hinweg, etc. etc. Also ich sage jetzt mal Lost Society, also das ist alte Welt, sage ich mal. Also da kommen eben Typen wie du, Professor, Doktor, Lehrstuhl, ja, und große Künstler und weiß der Geier und Big Names und etc. etc. Und das ist der Donnerstag. Und diesen Leuten geben wir die 50 Minuten, klassisch, ne, und Hallihallo. Das ist ein bisschen so, also ich versuche dort so die Schmerzgrenze herauszufinden von Wertschätzung und ey, es ist halt wirklich vorbei. Diese Dinge. Und da hat Dirk Becker ja sehr viel Humor und den ich jetzt auch noch mit reingenommen habe. Also das ist eigentlich der einzige Ort, wo ich und wir so in einer kleinen Gruppe, die eben um 10 Uhr dann, weiß auch nicht wer, mit dazukommt, wo wir so ein bisschen miteinander am Überlegen sind. Wer könnten wir noch fragen und Hallihallo. Aber im Moment beginnt also dieser Donnerstag also mit einer Begrüßung von Rafał Sobczak, das ist der Direktor des Polnischen Instituts in Wien. Dann kommt Dirk Becker, dann kommt, also mit diesem schönen Titel Postdigitale Cyberrealität, also finde ich ziemlich cool. Und dann kommt Peter Oliver Löw, er ist Direktor des Deutsch-Polischen Instituts. Es geht ja irgendwie auch darum, so diese Brücke noch einmal zu machen. In Polen ist tatsächlich... offizielles Stanislaw Lem-Jahr etc. etc. Und der Rest ist dann dort noch offen. Da bin ich jetzt vor allem am Frauen suchen, finde ich extrem mühsam. Und also, weil es so schwierig ist, da, also zum Beispiel bei Peter Oliver Löw, da waren es einfach fast wie bei dir, einfach peng, 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 ein paar Tweets und dann ja, Logo bin ich dabei und peng und so. Ja. Und dann habe ich da noch so ein paar Künstlertruppen drauf. Also so, das könnte der Donnerstag sein. Für mich steht der eigentlich schon fast. Aber mich interessiert natürlich selbstverständlich viel mehr der Freitag und der Samstag. Und dort würde ich dich natürlich gerne reinnehmen. Eben das ist jetzt wirklich Next Society. Das ist das andere. Das ist das so. Und da haben wir angedacht, das ist einfach ein Staccato von am Freitag 30 Minuten Slots, am Samstag 10 Minuten Slots, wo einfach einer nach dem anderen kommt, da geht Mikrofon auf, Mikrofon zu. Also das ist genau diese Umgebung, die wir jetzt hier haben. Ja, das stimmt, ich könnte jetzt langsam mal umstellen. Wir werden dann in einem... So, das ist die Umgebung, wo wir dann sind. Ah, ja. Das sieht dann so aus, dann ist das Leben. Ah ja, und den anderen Banner noch. Wo ist denn der? Den da. So, das wird es sein. Also, und du kommst eigentlich so rein, dann sind dann unten noch ein paar andere Leute, weil die am Warten sind, weil die dann nach dir kommen oder gerade vor dir gesprochen haben und noch am Auschecken sind oder so etwas. Ja. Dann könnten wir noch schauen, wenn du präsentieren willst, dass du noch den Share-Button kennengelernt hast. Denkst du, willst du etwas präsentieren? Willst du Bildchen zeigen oder so etwas? Gerne machen. Oder? Ja. Mache ich eigentlich wirklich gerne. Ja, dann kannst du ja vielleicht mal noch draufdrücken, damit du es auch gesehen hast. Also du hast unten in der Mitte des Bildschirms hast du diesen Share-Button. Ja, sehe ich schon. Also das ist ja nichts. Also und dann hast du Share Screen und dann wählst du Bildschirm aus. Also das ist das finde ich eigentlich das Attraktive an diesem Teil.
dass es wirklich sehr, 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 sehr dumm ist und eigentlich nur das kann, was es soll, und super. Das ist ganz okay. So, also gut, und jetzt haben wir also diese 30-Minuten-Slots am Freitag. Ich würde dir, also wenn es dir zeitlich geht, natürlich vorschlagen, mach etwas am 29., wo du 30 Minuten hast. Gerne. Oder du gehst auf den Samstag, dann hast du 10 Minuten. Also da hat es jetzt auch schon Leute, die sich der ist noch ganz frei. Aber hier siehst du jetzt also, dass die Timeline? Ja, ja. Also ich kann da frei wählen, oder wie? Ja, also dort, wo die Fragezeichen sind, also dort ist einfach noch nichts eingetragen. Gut, dann sagen wir doch einfach 11 Uhr am 29. Ja, der 11 Uhr, der ist frei. Jetzt. Dann, und ich meine, du kannst, falls es wichtig ist, einfach mal einen Arbeitstitel reinschreiben. Ganz genau. Also das. Und der Arbeitstitel wäre einfach maximale Fremdheit. So, und jetzt ist es die falsche Dings. Tschabu. So. Ja. Schon passiert. Perfekt. Super. Und das heißt für dich eigentlich einfach, 29. Oktober kommst du, dann kommst du halt, also was haben wir jetzt gesagt, 11 Uhr, 11 Uhr. Dann kommst du halt 10.30 Uhr oder irgendwie so ein paar Minuten vorher, kommst du rein, so wie jetzt Peter reingekommen ist, dann sehe ich hier unten, da, Peter ist jetzt da, dann kann ich draufklicken, dann ist der drin. Ne? Okay. Hallo Peter. Und, hallo. Und so sind dann an diesem Morgen halt vielleicht mehrere, also du, so, also ich kann, glaube ich, 10 Accounts kann ich reinnehmen. Und sobald du fertig bist und ich wieder neue Leute reinnehmen müsste und du nicht selber gegangen bist, würde ich dich rausschmeißen. Ja. Das ganze Setting ist also es ist nicht so, dass dann 10.25 Uhr kommt, also lieben Dank Klaus Kusanowski für den schönen Vortrag. Jetzt erwarten wir Professor Dr. Fran Oschreczki. Es ist nicht so. Also die ganze halbe Stunde gehört dir. Ne? Okay. Du sagst, stelle ich mich vor oder nicht. Du sagst, mache ich eine Abmoderation. Du sagst, also eben theoretisch könnte man hingehen und sagen, ich habe eine Frage, hat Stanislav zu dem und dem gearbeitet und dann darauf gewartet, dass die Leute irgendwie reagieren. Also was du in deiner halben Stunde machst, ist dir völlig frei. Okay. Und du wirst nicht verdankt und du wirst gar nicht, es geht einfach peng, nach dir kommt Merzmensch. Okay, Performance. Es gibt auch keine Diskussion oder so. Du kannst sie machen. Okay. Ja, nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Also warum nicht? Er kann machen, was er will. Ja, er kann machen, was er will. Das ist wohl wahr. Guten Morgen überhaupt. Hallo, guten Morgen. Wir haben technische Bedingungen. Die eine Bedingung ist, dass... das wird ja alles gestreamt über YouTube. Ich habe euch auch zugehört von Anfang an über YouTube. Und da ist hier ein Delay von nur 15 Sekunden oder was auch immer. Hm. Und jeder, der den Stream schaut, kann in den Stream rein kommentieren. Das kriegen wir aber nicht so mit, wenn wir selber vortragen. Und üblicherweise nimmt der Stefan immer aus den YouTube-Kommentaren und blendet die hier mit ein. In dieses Nein, das Streamyard ist nicht YouTube, das ist, Entschuldigung, du hast recht, also wenn und, jemand bei YouTube... Und dann kann ich das aufnehmen, aber das hat immer einen gewissen Zeitverzug. Da haben wir zu Beginn ausführlich drüber uns ausgetauscht, du hast recht. Was ist ein Festival und was soll das sein? Und es ist zu dieser Form geworden, das sind diese 30 Minuten. Mhm. Und wenn du eine Diskussion haben willst, dann müssen wir so ein bisschen überlegen, wie man das machen kann. Könnte, ne? Nein, also ich bestehe selbstverständlich überhaupt nicht drauf. Ich lasse mich sehr gerne auf das Format ein.
das euch vorschwebt. Das ist überhaupt kein Problem. Natürlich nicht. Vor allem, also ich denke einfach, wirklich Diskussion bei 30 Minuten, es ist kurz. Ja. Und wenn du dann jemand hast, welcher ein bisschen ausholt in seiner Frage und so, und dich das dann an die Grenze deiner 30 Minuten drängen würde. Also, ja. Oder man könnte ja sagen, wir haben einen interessanten Kommentar gesehen, ich habe dir den eingeblendet, währenddem du am Sprechen bist, und dann würdest du sagen, da war doch dieser Kommentar, komm mal schnell rein, das würde ich gerne mit dir diskutieren. Könnte man ja alles machen. Ne? Ja, aber ja. Dann könnte es sein, dass du dann an diese 30-Minuten-Grenze kommst und dann muss ich euch zwei abbremsen, weil dann eben Merzmensch kommt mit seinem, übrigens, also das passt übrigens sehr gut thematisch, merke ich jetzt gerade, weil Merzmensch dann kommt mit der Frage, kann KI Gedichte schreiben? Ah ja. Also da sind wir, also das ist ziemlich interessant. Ne? Ja, vielleicht noch eine prinzipielle so Interessensfrage, weil ich euer Format gerade eben erst kennenlerne. Und ihr das ja schon mehrmals gemacht habt mit anderen sozusagen Autoren, die ihr ins Zentrum gerückt habt. Aber ist da angedacht, dass da irgendetwas Schriftliches nachher rauskommt? Also macht ihr sowas? Wollt ihr sowas? Verlangt ihr sowas gegebenenfalls? Also wurden wir jetzt noch nicht gefragt. Aber ich hätte natürlich gesagt, also wenn Texte entstehen, also ich bin ganz sicher, Dirk Becker, wenn ich ihn beobachte, wie er das macht, bei Dirk Becker entsteht ganz sicher ein Text. Ne? Dann könnte es sein, Ramiologist, war nicht er? Es kommen sicher noch andere, die auch mit Texten haben. Dass wir dann ein PDF machen könnten mit vorgetragenen Texten. Das, also ich meine, das wäre ja, aber jetzt von Buch und weiß der Geier was, ist keine Sprache. Aber dass man sagen könnte, am Stanislaw Lem sind diese 8 Texte zusammengekommen. Ja. Und dort hinten findet ihr den Livestream über 4 Tage hinweg, ja, wo wir dann ja Sprungbefehle machen können. Also du kannst diesen Text von Stan nicht nur lesen, sondern du kannst auch schauen, wie er ihn vorgetragen hat. Ja. Also das wäre ja dann natürlich möglich. Also ich frage nur deswegen, weil wenn man mir sagt, okay gut, schreibe einen Text, nachdem der Vortrag vorbei ist, hätten wir gerne einen Text von dir und du hast dafür 2 Monate Zeit, dann kann ich das machen und mache das auch sehr gerne, wenn man mir Deadlines setzt. Wenn man mir sagt, ach ja, irgendwann vielleicht mal, dann mache ich es nicht. Aber wenn man mich unter Druck setzt, ich arbeite ausschließlich unter Druck. Wenn das nicht ist, dann tue ich es auch nicht. Aber wenn es entsprechende Interessen gibt, dann mache ich das gerne und hätte auch irgendwie Lust drauf. Aber wenn das nicht vorgesehen ist, ist es selbstverständlich auch in Ordnung. Also natürlich. Eine einzige Bedingung noch, wenn wir gerade darüber reden. Das läuft ja alles bei YouTube rein ins Archiv. Und die Erfahrungen mit YouTube sind so, dass wenn Copyright-geschütztes Material zugespielt wird, also ich habe die Fantasie gehabt, dass ich so Filmausschnitte gerne auch zuspielen würde, ne? Das geht nicht. Dann schmeißt uns YouTube raus und dann ist der gesamte Stream, der stundenlang ist auf einmal nicht mehr greifbar. Ne? Also das ist so die einzige Einschränkung, die wir haben, ne? Stefan. Ja, sehr guter Hinweis. Und eben zum anderen, also ja, also ich glaube, mir würde es einfach auch leid tun, wenn ich dich da unter Druck setzen würde, einen Text zu schreiben und dann habe ich aber auch nicht die Möglichkeit, es dann würdig noch einmal zu machen. Ich weiß jetzt einfach eben bei Dirk Becker, ich gehe davon aus, er schreibt im Voraus den Text. Also das siehst du ja immer wieder in seinem Blog. Also dann kommt das Manuskript zum Vortrag, den er in 2 Wochen hält oder so etwas. Also ich denke, das kommt ein bisschen auf den individuellen Arbeitsprozess an. Okay. Gut. Und vielleicht fragen wir dann noch Ramiologist oder so, eben, also wenn jetzt Wissenschaftler oder wenn noch mehr Wissenschaftler dazukommen, dass es dann vielleicht wirklich einen interessanten Cluster gäbe, oder?
also wo wir sagen können, okay, da haben wir 5, 6, 7 soziologische Texte. Ja, keine Ahnung. Nee, ich kann es im Moment eigentlich nicht besser beantworten. Alles klar, danke. Nee, es ist super. Ja, also, hey, es freut mich sehr. Ja, mich also auch. Eine Frage, die Peter und Micha ziemlich umtreiben, ist ja noch einmal diese Interpretation, warum es so schwer fällt, in ein so Google Doc zu gehen. Das hast du ja auch formuliert, ne? Ja. Also wie hast du das gesagt? Ja. Das ist, also ja, ich weiß nicht mehr, wie es ist kryptisch ist. Und es ist ja. Und also eben, da bin ich definitiv noch sehr in meinem Denken analog. Und ich denke, das ist eine reine Geschmacksfrage. Also ich habe mehrmals damit experimentiert, also dass mehrere Leute gleichzeitig an einem Text schreiben, quasi ohne Moderator. Ja, ja. Und ich muss sagen, ich bin sozusagen, was meine eigenen, das ist aber wirklich reine Geschmacksfrage, ich bin, was meine eigenen Formulierungen anbelangt, unglaublich egoistisch. Also die Vorstellung, dass jemand meinen Text verändert, ohne mein Zutun, macht mir Angst. Ich mag das ja, nicht. Ja, ja, genau. Also das ist ja die Wikipedia-Geschichte, gell? Ja, also, ja. Und das ist ja mein Steckenpferd. Also das ist schon diese Provokation, die ich natürlich auch extrem attraktiv finde. Ja. Maximale Fremdheit, weißt du? Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, super, super, super. Ja, Peter, du musst gehen, Fran. Hm? So langsam. Es gibt noch irgendwie Diskussionsbedarf. Nee, aber das mit dem Fiasko habe ich total gerne zugehört, weil ich habe nicht viel gelesen von Herrn Lemm, aber das habe ich gelesen und war beeindruckt. Mhm. Bin hängen geblieben eben auf der Frage, boah, was machen wir denn, wenn die anderen so fremd sind, dass ich sie gar nicht erkenne? Das war für mich so ein bisschen das Ende. Ne? Ja. Und das fand ich total spannend. Also das ist bei diesem Buch wirklich sehr, sehr gut gemacht. Und zwar nicht nur in Bezug jetzt auf die Physiognomie dieser fremdartigen Wesen, sondern tatsächlich in Bezug auf ihren Kommunikationsstil. Also der wirklich wahnsinnig xenophob ist, in dem Sinne, dass ihnen mit der Zerstörung ihres eigenen Planeten drohen muss, damit sie endlich anfangen zu kommunizieren. Und das ist eine sehr schöne Szene, dann bringt man sie endlich dazu zu kommunizieren. Und das macht Lem wirklich hervorragend, dass was die machen, die schicken der Menschheit ein Hologramm. Und dieses Hologramm ist quasi das Best-of ihres Planeten. Also sie zeigen Wälder und sie zeigen Tiere, die aber nicht wirklich irgendwie für uns einordnbar sind von ihrem Aussehen her. Und einfach das Beste, was der Planet zu bieten hat, inklusive ihre Großstädte und Bewässerungsanlagen. Was man dafür halten könnte. Und zum Schluss, und das dauert 5 Minuten, und zum Schluss wird auf menschlicher, also englischer oder was auch immer Schrift dann gesagt, Begrüßungszeremonie beendet. Punkt. Was wolltet ihr haben? Hier, bitte sehr, und jetzt geht endlich. Ja, das ist super. Ja, das ist echt und schön. Hat mich jetzt übrigens gerade erinnert an die UFO-Geschichte, weil ich da mit Dirk Pohlmann immer wieder am Rummachen bin. Die UFO, es gibt ja im Moment eine UFO-Euphorie wieder, ne? Da, also wo auch die amerikanische Regierung zugibt, ja, da sind Flugobjekte und so und so. Und die beschäftigen sich, das hat mich eins zu eins erinnert an das, was du jetzt gerade gesagt hast. Ja. Die fliegen da rum, sie werden fotografiert, aber alle sagen, nö, machen wir nicht, mit denen reden wir nicht, das interessiert uns nicht einmal. Wir interessieren uns für die neuesten Waffensysteme, wie wir uns gegenseitig zerstören können, aber mit denen, da wollen wir nichts machen. Man sieht daran auch, ich hoffe, ich unterbreche jetzt niemand anderen, man sieht daran eine Sache, die finde ich ganz ganz interessant ist, nämlich wirklich schon auch diese Kommunikationsbesessenheit der modernen Gesellschaft. Ne? Also auch dieser es gibt, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich glaube Parsons war das, dass im Prinzip sich die moderne Gesellschaft auszeichnet durch eine durch instrumentellen Aktivismus. Dass in Bezug auf Neues
die Menschheit nicht stillhalten kann. Also wenn es irgendwie etwas Neues gibt, worüber man kommunizieren kann, dann gibt es keine Möglichkeit, das einfach sein zu lassen. Also Desinteresse ist nicht vorgesehen. Das ist in der modernen Gesellschaft nicht vorgesehen. Und insbesondere nicht Desinteresse an so etwas Großem wie zum Beispiel extraterrestrischen Zivilisationen. Und dazu gibt es irgendwie noch einen ganz spannenden und interessanten Gedanken bei diesem chinesischen Autor, den ich vorher schon genannt habe, Zixin Liu, der gemeint hat, naja, im Falle der Kontaktaufnahme der Menschheit mit einer extraterrestrischen Zivilisation würde höchstwahrscheinlich ein Effekt beobachtbar sein, den er nennt Kontakt als Symbol. Und mit Kontakt als Symbol ist gemeint, dass einfach die auf der Erde beobachtbaren Staaten darum konkurrieren würden, wer als erstes mit dieser extraterrestrischen Zivilisation Kontakt aufnimmt, da diese Kontaktaufnahme gewertet würde als Symbol der Prestigeträchtigkeit des jeweiligen Staates. Also, dass man sagt, sobald eine dritte Zivilisation hinzukommt, will jeder mit ihnen kommunizieren, um einfach sagen zu können, ich war der Erste und habe daher zum Beispiel privilegierten Zugang zu, sei es Informationen, aber nicht nur das, sondern einfach, ich bin der prestigeträchtige, geile Typ, der als Erstes es geschafft hat, mit diesen Leuten Kontakt aufzunehmen. Reines Symbol, ja, also Kontakt als Symbol, finde ich sehr interessant. Und deshalb wäre das Szenario von Lem, dass er in Fiasco beschreibt, wäre in Bezug auf die Menschheit wiederum höchst unwahrscheinlich. Also auf der Welt würden alle darum konkurrieren, als Erste quasi Kommunikation starten zu können mit so einer Zivilisation. Ja, super. Damals, als ich den Fiasco gelesen habe, war ja eben auch andere Zeit, 90er, da erschien mir das komplett paranoid, ne, wie die sind. Die kreisen da oben und ahnen noch gar nichts, werden angegriffen, der automatische Bordcomputer versetzt das Raumschiff, dass nichts passiert, weil die so ineinander verhakt sind dort, komplett paranoid. Ne? Also das war jetzt eine psychologische Ebene sozusagen. Ja. Und hier mit der Kontaktaufnahme ist amüsant, ich lese gerade die letzten Seiten vom Rami, Legitimation, ne? Also Botschafter, Grenzen, Diplomatie, ne? Wen anerkenne ich als Gesprächspartner? Also die Ersten, die hier jetzt mit irgendwelchen UFOs in Kontakt kämen, die wären dann stellvertretend die Erdenbewohner oder, ne? Also wo du das sagtest mit dem Symbol. Ja. Dass es eben auch die Legitimation hier ist, ne? Ja, sie würden sich zumindest selber, sie würden sich selber als offizielle Vertreter der Menschheit sehen. Ob sie von den Außerirdischen als solche betrachtet würden, ist nochmal eine andere Frage. Es könnte ja durchaus sein, dass diese Außerirdischen sehr wohl wissen, ja, okay, gut, also auf der Menschheit gibt es, also auf der Erde gibt es nicht nur eine Menschheit, sondern es gibt mehrere. Es gibt zwar ein, wenn man sagen will, eine Weltgesellschaft, aber die hat keinen Sprecher. Und so ist jeder, der spricht für die Menschheit, immer nur partikularer Sprecher. Das könnte Außerirdischen klar sein. Muss es aber nicht. Meine Lieben, hey, es wird ein fantastischer 29. Oktober geben. Also eben jetzt ist gerade Klaus reingekommen, gell, mit der neuen Kosmogonie von Alfred Testa. Dann maximale Freiheit, dann können KI Gedichte schreiben etc. Dann kommt Herr Nani vom Chaos Computer Club und das Gruninger kommt mit Mittagsintermezzos und Hallihallo. Am Abend dann um 18 Uhr eben Ramiologist, welchen Peter jetzt gerade angesprochen hat. Und also ja, und hier Sterntagebücher. Also es wird richtig toll. Darf ich dich fragen, bevor du abhaust, darf ich dich noch eine Frage fragen, die wir immer wieder haben? Es gelingt uns nicht, an Studierende zu kommen. Hast du Ideen, wie sowas gelingen könnte? Studierende als Personen einzuladen, die vortragen oder die einfach zuhören sollen? Nein, nicht zuhören. Teilnehmen ist Diebstahl. Teilgeben. Ja.
Also weißt du, wo man sagen könnte, hey, da 10 Minuten, komm, haut was rein oder irgendwie so etwas. Also nur so, weil du ja diese Schnittstelle noch so hast, hast du da Ideen, wie wir andernorts noch fragen können? Ich überlege gerade, wie man das machen würde. Was man machen kann, ist dieses, es gibt relativ viel neue, wenn man so sagen will, Diskussionsforen und Besprechungsforen von neuerer Literatur. Zum Beispiel dieses, Augenblick, genau, dieses 54 Books Feuilleton im Internet. Das sind relativ junge Leute, von denen ich glaube, dass viele von denen noch studieren. Und die machen einfach Literaturbesprechungen. Und zwar durchaus auf beachtlichem Niveau. Also es ist jetzt nicht einfach so Amazon-Besprechung, ja, irgendwie, ich finde das Buch scheiße oder so. Sondern das sind Leute, die quasi entsprechenden Jargon benutzend über Literatur sprechen. Und da vielleicht darüber. Ich muss ehrlicherweise sagen, dass die meisten meiner Studierenden Literatur nicht interessant finden und da relativ desinteressiert sind. Und wenn sie es lesen, dann sicherlich nicht solche Sachen. Also das ist natürlich schon ein sehr spezieller Fokus, würde ich sagen. Also ich glaube, es wäre viel einfacher bei Themen, die bei Studierenden ziehen. Ja, keine Ahnung, Identität oder Umwelt oder Klima oder so. Aber ja, also wobei man natürlich bei, also ich meine, du kannst ja bei... Also wo kannst du eigentlich nicht andocken bei Stanislav Lem, oder? Also da kannst du ja, also ist ja egal. Also gut, im Moment machen wir, das ist sicher dann gleich Thema von der Zeit danach, wie können wir da uns noch ein bisschen verbreitern, weil wir natürlich sehr stark jetzt hier über Twitter arbeiten und das ist vielleicht dann doch nicht ganz so. Das ist ein sehr spezielles Medium, klar. Ja. Das ist ein sehr spezielles Medium bei Studierenden, so nicht unbedingt Nummer eins. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und es ist tatsächlich, wenn es um solche Sachen geht, wie eben, dass man sehr Autoren sind, also es kommt, glaube ich, für Studierende rüber als ein Kongress über Stanislav Lem. Und was es nicht ist, ja, sondern das ist ein Aufhänger. Und darunter kann man dann sehr vieles packen und wird auch sehr vieles ja offenkundig bei euch gepackt. Ja. Aber das ist, glaube ich, eher so eine Darstellungsfrage. Ne? Also, dass man sagt, okay, gut, und sicherlich auch eine Frage der anvisierten Themen. Nicht? Also, wenn es rüberkommt, das ist ein Literaturkongress, dann möglicherweise ist das ein Punkt. Aber ich weiß es nicht. Ich will mich da nicht so sehr aus dem Fenster legen. Ja, ja. Nee, okay. Also, du, ich werde... Also wenn man jetzt aufs Programm schaut, habe ich den, also auf diese Timeline, sage ich mal so, es ist ja kein Programm, es ist ja einfach ein, oder ein Line-Up, würden wir sagen, bei der Musik, oder wie geht das? Dann ist das schon ziemlich, dann rockt es eigentlich schon jetzt ziemlich gut. Ich freue mich schon, also ich freue mich auch hier ernsthaft drauf. Das wird sehr, sehr witzig. Ja, ich freue mich sehr. Vielen Dank für deine Offenheit und deine Spontanheit. Das hat mir extrem gut gefallen. Ja, vielen, vielen Dank. Also danke nochmal für die Einladung. Wie soll ich jetzt machen? Soll ich das Studio verlassen oder machst du das für mich? Das kannst du machen, wie du willst. Ja, du kannst auch einfach verlassen und abhauen. Gut, alles klar. Dann verabschiede ich mich und wir sehen uns dann am 29. Oktober. Ne? Ja, perfekt. Prima. Macht es gut. Herzlichen Dank. Ciao, Fran. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Mann, ey, das ist cool. Guten Morgen, Peter. Guten Morgen, ja, Stefan, Das waren tolle Hinweise, die du noch gemacht hast. Ja, aber ich habe euch auch total gerne zugehört. Das war gut und dann hat es gepasst, dann habe ich mich hier angemeldet. Und mein Chrome hat heute Morgen gesponnen, hier mein Browser, Mann, was ist das manchmal nervig. Aber dann war ich ja drin. Ja, die Frage, warum wir, also sozusagen, wen wir erreichen oder wen du erreichst oder wen das Festival erreicht, der Lem und wen eben nicht, finde ich eben auch schwierig. Und mir begegnet das immer wieder, wenn ich da hier eben drüber spreche mit anderen Leuten, eine unglaublich starke Erwartungshaltung, wie alles zu sein hat, ne? Also da muss doch einer mir die Zeiten zubilligen. Das muss was muss ich denn da können? Wo ich dann mal denke, huiuiuiui. Und die jüngeren Menschen machen ihren eigenen Inhalte selbst organisiert. Wir sind da irgendwie anders.
Ja, aber genau. mal schauen, für nächstes Jahr gehen wir das vielleicht cleverer an. Wie würde es dann aussehen? Hast du deine Fantasien? Wie ich das anders angehen würde? Ja, ich brauche mehr Vorlauf, sodass da Dinge entstehen können. Also beispielsweise mache ich Veranstaltungen, irgendwas an der Hochschule, sagen wir mal, oder mit jungen Menschen, sagen gerne mit einem Dreivierteljahr Vorlauf, wo dann Gelegenheit ist, dass was entsteht, dass dort eine Lust auf irgendeinen Aspekt des Themas entsteht, der von da aus dann weitergeht. Also dass es weniger schon etwas ist, so wie jetzt es für manche scheinen mag, dass ganz viel festgelegt ist und dass ganz viel klar ist und so weiter und man da reinpassen muss. Und eher das Umdrehen, dass das, was du ja tatsächlich auch wirklich immer versuchst zu ermöglichen, dass ganz viel entstehen kann, dass ich da ganz früh welche einbinde. Ne? Das wäre eine Idee, die ich habe. Ne? Und ich denke halt schon auch eben, also allein schon die grafische, also ich glaube, dass das Konzept, diese 4 Tage und diese Slots, also dass das eigentlich die einzige Struktur ist, ich glaube, das erklärt sich dann auch mit der Zeit einfacher, eben weil man es schon 2-3 Mal so am Rande mitgeschnitten hat und man es referenzieren kann. Das andere ist vielleicht eben dann doch nochmal das Grafikdesign, also was einfach als extrem kryptisch. Nervig, ja, hat er gesagt. Nervig. Und das ist auch wahr. Das ist irgendwie wahr. Das ist so ein Blick von innen und von außen. Ne? Du bist es gewohnt, ich habe mich da reingefuchst und komme damit mittlerweile klar. Aber. Und die Frage ist dann einfach, also wie würden das aussehen, wenn, also ich meine, wir haben dieses Vorbild von Wikipedia, was natürlich auch steinzeitlich ist und für viele auch enorm schwierig. Ja, dafür ist es aber sehr eingeführt, das ist bekannt. Also ich kenne niemanden mehr, der auf einer Wikipedia-Seite sucht, wo ist denn hier eigentlich der Link oder sowas. Ne? Also weil es ist oldschool, aber solide, wie ein Trecker, wie ein Traktor, ne? Der funktioniert einfach. Ja, also dass man eigentlich auf ein solches Design dann halt wechseln würde. Dass du ein Wiki also aufsetzt dafür. Ja, warum eigentlich nicht, oder? Naja, auf der anderen Seite, so wie du es bisher hier alles angefangen hast, hat gute Argumente, sonst wäre ich dir ja auch nicht gefolgt damit und hätte länger gezankt. Das ist schon, aber es ist, wie, aber ja, erlebbar ist, dass es eben für viele eine Herausforderung ist. Ne? Sich damit klarzukommen, genau. Sich darauf einzulassen, aber da ist eigentlich nichts gegen zu sagen. Guten Morgen, Klaus. Ja, genau. Also, ich weiß nicht, deinen Ton hören wir noch nicht, Klaus, wenn ich das richtig sehe oder richtig höre. Das ist schön. Das wirst du dir dann noch einmal anhören müssen. Das ist super. Ja, da gibt es aber solche Schnipsel schon von Filterraum, hat die rausgezogen. Du hast wieder eine Mickey-Maus-Stimme heute Morgen. Der Alien in dir ist nicht so gut im Griff gerade. Der hat irgendwie Macht über deine Stimmbänder. Ja, ich bin da noch an dieser Wikicon. Ja. Bin da immer noch nicht eingetragen worden, es ist der Wahnsinn. Also eben, also ich meine, das ist ja auch nicht, also ist ja egal. Also gut. Ja, aber bleiben wir dabei also, kurz. Der Vorteil ist ja auch gewesen von dem Dokument, wie es jetzt so ist, dass es nicht verschiedene Versionen gibt, die irgendwie überwacht werden müssen, ob die alle den gleichen Stand haben. Man kann dieses Doc einbinden in seine eigene Seite, um eine Landingpage zu machen. Augenblick, ich bringe mal gerade ein Telefon rüber.
Also das ist unbedingt ein Vorteil hier für das ja überschaubar kleine Orga-Team, das ja eigentlich du bist. Und dass es eben ein Ja. offenes Dokument ist, was von allen bearbeitet werden kann, wiederum eine alte Struktur überwunden, ne, dass alles durch den Flaschenhals gehen muss. Das korrespondiert sehr mit den Wünschen und Vorstellungen, die du insgesamt hast. Also das passt schon. Jetzt kann man aber trotzdem überlegen, ob man dieses Google-Dokument etwas entspannt, sag ich mal, ne? Also, dass man den Teil hat, der so wie es jetzt ist, und dass man direkt nach dem Titel vielleicht eine Tabelle einfügt, die etwas übersichtlicher ist, die etwas vielleicht auch grafisch das leichter macht, das als Programm zu lesen, was denn dann kommt, und das vor den Mitmachteil zu setzen, ne? Ja, eben, also So. das hat natürlich jetzt ja auch diesen, Ja. jetzt tönt es besser, glaube ich. Ja. Sag mal was, Test Klaus. 1, 2, 3, guten Morgen. Sehr gut, ja, Guten jetzt ist Morgen. perfekt. Test 1, 2, 3. Ja, klar. Also ich meine, wenn wir jetzt eine richtige, sage ich mal, richtige Homepage aufsetzen würden, dann könnten wir ja mit Frames arbeiten und dann könnten wir seitlich eine Navigation anbieten und solche Dinge. Ne? Also man könnte schon mehr machen, aber ein bisschen gefällt es mir ja auch, dass es so billig, so billig gemacht ist, oder? Ja, aber wenn du gerade fragst für nächstes Jahr, das ist ja ein Thema, was breit ist. Da kann man tatsächlich von allen Sozialarbeitshochschulen hier, kann man die Studierendenschaft anschreiben, ne? Man kann einladen, eben sich auf dieses offene Format einzulassen. Man kann schnell anfangen, also früh die Hemmschwellen runterzudrücken, sich anpackbar machen, so wie das hier in diesen Vorgesprächen ja auch eigentlich gut funktioniert. Aber ich glaube, wenn du das nicht aus dem, also ja, also gut, komm, ich bin da im Moment ein bisschen deprimiert. Jetzt hör Ich mal glaube, auf, Mann. Alles nee, läuft diese, super. ja, nee, nicht in Bezug auf, ich bin gerade am Streiten da mit der Zürcher Hochschule, hast du vielleicht gesehen, gestern da mit Urbaniok. Ich habe diesen Forensiker-Text gelesen. Also ich finde es eigentlich völlig verrückt, ne? Wer alles soziale Arbeit ausbildet und dann hast du Forensiker. Ich meine, da flippe ich aus, ne? Also wirklich. Aber ich will eigentlich damit sagen, ich glaube, ich habe auch andere Erfahrungen. Ich glaube, wie wenn du nicht aus der Hochschule selbst kommst und aus diesen Hochschulnetzwerken, die sie haben, was ja dann immer mit Drittmitteln noch verbunden ist und all dem Zeugs, dass du wie von außen nicht einen Vorschlag machen kannst, wo sich dann verschiedene Hochschulen anschließen würden oder so etwas. Da können Da, wir noch das, mal drüber das, reden. Da können wir ja. noch mal drüber Aber das reden. ist Das hast du das hin. nach dem Stanislaw Lem. Exakt. Also komm, können wir noch ein, also sollen wir Themen sammeln? Oder ich habe eigentlich auch fast, nein, ich habe zwei, glaube ich. Kann ich dich noch was fragen? Also, Ja, bevor. Logo. Weil ich will eigentlich, ich wollte, ich habe eigentlich nur ein ganz kleines Anliegen. Ich will gar nicht lange bleiben, weil ich noch weg muss. Ja, Darf ich super. noch, bevor ihr weitermacht, was fragen? Ja, Logo, nein, Entschuldigung, das ist genau so angedacht, dass es so läuft, ja. Also ich habe, meine Frage ist nur, warum ist dieser, warum soll es so einen engen Zeitplan geben? Warum ist das so? Das ist eine super Frage, Klaus. Darüber habe ich mit Stefan viel diskutiert, und auch Birgit und Andreas und so. Das ist die grundsätzliche Frage gewesen, was verstehen wir unter Festival und was ist
möglich. Und der Stefan hat denn doch so durch beständiges Einklopfen auf den Stein auch mich dazu gebracht, dieses Format jetzt erstmal auch sexy zu finden. Dass es tatsächlich einfach ein enges Format ist, wo niemand warten muss, weil der Vorredner überzieht oder wo noch Fragen kommen, die werden dann woanders gemacht. Und meine Zielfantasie ist, das läuft eben ins Archiv. Das läuft alles, 30-Minuten-Slots, 10-Minuten-Slots, die laufen einfach ins YouTube-Archiv und sind da. Und das hat auch was irgendwie. Deswegen dieses enge Zeitraster. So habe ich das verstanden. Oder so habe ich das für mich umgewälzt. Eine lange Auseinandersetzung mit Stefan darüber, ja. Klaus, das war der Streit damals in Zürich. Ja. Ja, aber, also das verstehe ich eben nicht. Also ich kann das verstehen. Also ich könnte es noch verstehen. Also wenn man sozusagen einen gemeinsamen Raum teilt, also sprich, wenn man tatsächlich Anfahrtwege hat, wenn man da bleibt, also dann kann ich das noch verstehen. Nein, das hast du damals, das hatten wir ja in Zürich. Dieses Format haben wir in Zürich live vor Ort physisch, körperlich geübt. Und gerade dort ist es ja zu diesem dramatischen, also es war ja fast eine Prügelei. Ja, ja. Also, ich verstehe nicht, warum das so sein soll. Also ich kann das verstehen, ich könnte, also ich halte das nicht, also ich will, wir müssen da gar nicht lange drüber diskutieren. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit dir eine endlose Diskussion führen will, will ich gar nicht. Also du, also ich will nur sagen, also jetzt komme ich mit einem doofen Satz, aber ich neige ja dazu, doofe Sätze zu sprechen. Ja. Warum kann man denn gerade so wie du das angekündigt hast, ein Stanislaw Lem Festival nicht dazu nutzen, um mal Internet zu erfinden? Also die Erfindung ist doch, ich habe einen Zugang, du hast einen Zugang, alle anderen haben auch einen Zugang, ob nun per Twitter, ob nun per Twitch, ob nun per Facebook, irgendwo und irgendwie. Also irgendwer kann jederzeit überall auf irgendeine Art und Weise einen Stream verbreiten, einen Text verbreiten, wer und wie und wo auch immer. Und das kann man einbinden. Ja. Warum? Oder eben auch nicht. Du kannst, also ich würde sagen, ich schlage vor, eine Dreiviertelstunde einen Vortrag vorzubereiten. Dreiviertelstunde bis Stunde. Und warum soll, und du kannst eine halbe Stunde davon herausschneiden und dann live streamen. Und nach einer halben Stunde verabschiede ich mich für diejenigen, die diesen Stream dann weiterverfolgen wollen. Und alle anderen, die sozusagen das andere Programm weiterverfolgen, klicken sich dann auch aus. Warum soll das nicht so sein? Ja, alles kann denn anders sein. Das ist ja der Clou. Und gar nichts muss sein. Was du ja machen kannst, also du bist ja an diesem, also du könntest doch jetzt. Ich will das deshalb sagen, weil das, worüber ich reden möchte, das geht in einer halben Stunde nicht. Ich kann das, worüber ich reden wollte, nicht in einer halben Stunde mitteilen. Das geht nicht. Halbe Stunde ist zu wenig. Also gut. Aber jetzt, warte mal. Also, verstehst du? Also, das ist nur meine Frage. Also, eine halbe Stunde, also ich möchte mir sozusagen nicht nach einer halben Stunde das Wort abwirken lassen, aber du kannst natürlich ausschalten. Ja, natürlich, das wird passieren. Das wird passieren. Aha, also das heißt, aber du, nach einer halben Stunde kommt wer? Nach einer halben Stunde kommt eben Fran, den hast du jetzt noch kennengelernt. Also vor dir ist die Birgit und nach einer halben Stunde, peng, 10.30 Uhr kommst du. Und dann machst du. Und nach 10.30 Uhr kommt peng, hau ich dich raus, wenn du nicht selber aufhörst. Und dann kommt Fran. Maximale Fremdzeit. Also dann würde ich das so machen. Ja? Also, dann bin ich am Überlegen, wie es geht. Also, okay, ich meine, das kann man ja machen. Also, ich würde dann einfach einen Stream anfangen, schon vorher. Mhm. Also, oder sagen wir um 10.30 Uhr anfangen. Und wenn du dann, aber ich würde dann sozusagen auf einer anderen Plattform das streamen und den kannst du dann über eine virtuelle Kamera kann man das ja ein. Das müsste doch gehen. Genauso wie ich hier so eine physische Kamera anschalten könnte ich auch eine virtuelle Kamera.
Ja, absolut. Und also ich würde dich wirklich darum bitten, schreib hier direkt rein deinen Link. Und dann können wir, also könntest du es ja so machen, dass du sagst, 10:30 Uhr beginne ich meinen Stream und mache quasi ich nutze eigentlich diese halbe Stunde, um ein Feature zu machen oder eine Einleitung zu machen von dem, was jetzt auf dem anderen Kanal ist. Und dann sagst du den Okay. Leuten, bitte, alle kommt mit, geht jetzt weg aus diesem Ach, Stream von okay. Stanislav Lem. Also das kannst du gerne machen. Ja, Ach so, selbstverständlich, okay. finde ich Ja, sehr, sehr okay. Das finde ich geil. super. Ach so, Das okay. finde ich Ah ja, okay. saugeil. Also ja, Ach das ist so. Nee, okay, damit sensationell. bin ich einverstanden. Dann, okay, dann finde ich das gut. Nee, dann finde ich das eine gute Sache. Dann mache ich das so. Könnten wir das nächste Woche mal kurz nur mal technisch testen, ob das geht, Ja, Stefan? klar. Jetzt leider nicht. Klar, Also, also jetzt. Nur, es geht nur darum, das vielleicht, technisch zu testen. ja, also vielleicht ist Peter dann talentierter, in dem, also wenn du jetzt Unterstützung bräuchtest auf deiner Seite, weil ich kann ja Eigentlich, ich eigentlich. bräuchte nur jemanden, ich müsste nur jemanden haben, so wie du am besten bist, du startest so einen Stream wie jetzt, so YouTube, du startest den einfach, schickst mir einen Link und ich würde dann einfach nur mal gucken, wie ich das technisch hinkriege. Da können wir das nächste Woche mal so um 10 Uhr machen. Also jetzt, wenn ich da kurz, ich hab überlegt, was da so technisch geht irgendwie. Ja, ich müsste dafür $118 ausgeben. Das Problem ist Nein, das braucht weniger man das dann. Bild mit der virtuellen Kamera. Das Problem war eher, den Ton sauber mitzunehmen. Aber dann könnte ich praktisch den Videostream, den der Klaus irgendwo in diesem weiten Internet macht, wenn er mir einen Link gibt, hier bei mir holen und das Signal dann den Stream hier in den Chrome reinspeisen darüber, dass ich hier Screensharing mache. Aber nein, Das. ich würde das nicht so rum machen. Klaus soll sich anpassen. Klaus kommt, also er kann ja zwei Streams laufen lassen, ne? Also der eine von ihm. Ah, ich verstehe. Du meinst, dass der Klaus gleichzeitig, sagen wir, Skype oder selber ein YouTube macht und Genau. gleichzeitig Genau. hier drin ist und beide Na gleichzeitig klar. füttert, ja, das ist Ja, ja noch klar. einfacher. Ja, super. Genau so habe ich mir das Ja. vorgestellt. Und dass du dann nach einer halben Stunde einfach Klick machen kannst, und, ne, dann geht das da zu Ende, aber an anderer Stelle eben weiter. Und dann können die Leute, die Ja. zuhören, mitdiskutieren wollen, wählen. Die können dann sagen, okay, ich bleibe entweder auf der oder ich gehe da mit. Also so. Ja, Also, du genau. verstehst, wie ich das, so meine ich Das das. geht. Ja, das geht. Genau. Und das wär super. Und dann könnte man vielleicht das auch Also. auf 20 Minuten begrenzen, denn nach 20 Minuten hat man ja entschieden, oder also spätestens nach 20, 25 Minuten hast du entschieden, ob du weiter zuhören möchtest oder nicht. Dafür reichen 20 Minuten ja aus. Oder halbe Stunde. Ja, okay. Ja, Okay, genau. dann ist das Also gut. du kannst dann ja eigentlich einfach, also ich meine, du kannst ja wirklich so anfangen und sagen, hey, ich habe einen Stream eröffnet. Im Programm seht ihr den Link, klickt da drauf, geht hier weg, macht nicht Okay. weiter bei Stanislav Lehm, kommt zu mir, ich werde über das sprechen und dann sprichst du über das, Super. etc., etc., etc. Okay, Also das finde ich. und im Prinzip verpasst man ja nichts, weil ja alles auch aufgezeichnet wird. Also insofern kann man dann, wenn man jetzt sozusagen das Anschlussprogramm auch sehen will, hinterher nur die Aufzeichnung gucken. Ja, genau. Genau. Okay. Nee, Du kannst aber dann auch würde ich nur. aufzeichnen, Klaus. Du kannst ja auch Das mache ich dann ja aufzeichnen nach auch. YouTube und dann kann ich ja eben auch sagen, ich gehe jetzt zum Fragen Genau. rüber, aber ich gucke nachher noch nach, was der Klaus noch Genau. gesagt hat. Genau. Super. Nee, okay, das finde ich super. Also Okay, ja, dann finde das ich das finde so ich dann. eine schöne, das ist eine subversive, tolle Performance. Das finde ich super toll. Nee, dann bin ich damit Also einverstanden. Dann finde ich das mit dieser halben Stunde sehr gut. Okay, weil das ist, das finde ich weil, genau. super. Okay, meine Frage wäre nur, können wir nächste Woche Dienstag das mal nur technisch testen? Also nur, weiß ich nicht, eine halbe Stunde Ja, oder so, nur mal einen Test. also Okay. ich bin es schon Leider heute nicht mehr. also 28. September 2021, 10 Uhr Test Mit Klaus. mit Klaus. Das richte ich dir noch Super. ein nachher und schicke dir den Link. Hä? Super. Okay. Ah, Alles klar. Das das wollte finde ich ich eigentlich nur schön. wissen. Ja. Das finde ich, dann finde ich das eine super Sache. Das ist toll. Ja, ich Okay. finde auch. Weil Nee, das ist ich super. musste mich noch los. Ich muss noch was machen. Mach du das. Sehr Okay. gut. Vielen Also Dank, dann Klaus. alles Gute für Vielen euch. Dank. Tschüss. Gleich, Tschüss. danke. Tschüss. Ah, das ist geil. Ja, das gefällt mir gut. Das ist subversiv. Das finde ich super. Also gut, ich habe mir das notiert. Das mache ich nachher noch fertig.
Ja, super, ne? Ja, solches Zeug finde ich cool. Also, hier. Tschabum. Ja, also was sind unsere Themen? Aber Ich habe vielleicht gerade könnten wir es ja nichts. hier noch einmal ins Off sagen oder einfach eben, also wenn du Fragen hast, kannst du jetzt eben YouTube-Stream abstellen, klickst auf diesen Link, auf diesen StreamYard-Link und dann kommst du zu uns hier rein, wie vorher Klaus. Und dann können wir deine Fragen klären. Wir können auch miteinander, so wie wir es vorher mit Professor Dr. Fran Osreci gemacht haben, dass wir dann miteinander deinen Slot hier eintragen. Das geht immer. Schreib Ne? ihn doch So. in den YouTube-Stream rein, kurz diesen Stream, diesen Link. Weil hier kann ich kann ja nicht Kann im ich? Video klicken. Aber den kannst Ja, du auch das da ist. kurz in den Chat reinschreiben. Ich habe jetzt YouTube schon zu. Warte mal, wie geht das? Das gehe ich dahin, dann gehe ich Dann gehe ich hier dahin. kurz wieder in den Stream. YouTube. Zum Livestream. Hier, also Ton weg. Also wo kann ich das jetzt hier reinschreiben? Ah nein, Ah, schau, steht hier schon ist der. drin. Steht das Hier, schon? ich. Hast du Das, jetzt schon also, reingeschrieben? nee, Ja. das ist das. Wenn ich hier einen Kommentar reinhaue, dann geht der auch raus. Das habe ich auch noch nicht begriffen. Ich habe aber auch Probleme nachher in der Aufzeichnung gelegentlich die Kommentare. Also ich habe es noch nicht geschafft, die Kommentare vom Livestream dann nachher im YouTube wiederzufinden. Also das ist übrigens auch spannend. Also ich bin mir nicht ganz so sicher, wie das läuft. Aber gestern hatte ich jetzt wieder gesehen, es geht einfach eine gewisse Zeit, bis wenn das Video abgespeichert ist, bis dann wieder die Live-Kommentare eingeblendet werden. Also wenn du direkt nach dem Gespräch wieder reingehst und deine Links anschauen willst, die du da abgesetzt hast, dann geht das nicht. Aber die kommen dann nach einer Weile Aber automatisch wieder dazu. Gut. ja, genau, so habe ich das jetzt beobachtet. Also keine Ahnung. Ich dachte, das wäre so ein Feature. Du hättest das ausgeschaltet, weil das nur für live ist oder sonst was. Also gut. Also welche Fragen habe ich? Also ich habe die eine Frage, ist eben noch einmal, also weil ich jetzt so merke, das direkte Anschreiben und das Anfragen und das Nachgehen, das ist gerade bei den Leuten, die jetzt nicht so eben, die das schon fast als Provokation sehen, ist es hilfreich, da noch einmal reinzugehen und händisch nachzufragen, magst du was teilgeben, etc. etc. Also haben wir da noch einmal Ideen? Ich habe eigentlich immer noch, ich habe noch ein paar Namen auf der Liste. Also das ist die eine Frage. Und die andere Frage ist eben, ja, also jetzt bin ich immer hier alleine drin, gell? Und die Frage ist, könnten wir diesen Kreis noch erhöhen? Also zum Beispiel, dass du mit drin bist, also weißt du, dass du eben nicht nur so drin bist, wie du jetzt drin bist, sondern dass du auch Zugang hast. Deswegen hatte ich mich ja mal angemeldet bei StreamYard, um zu gucken, wie das von hinten aussieht. Ich habe es jetzt auf Anhieb, war mein Eindruck, es ist nicht dafür vorgesehen, dass praktisch zwei Gastgeber sein können oder ein Co-Moderator, um einfach die Links zu machen. Und da ich keinen Bezahl-Account habe, wäre Aber dann bei mir ich ein meine Branding mit eben, drin und so weiter, ne? ja, aber das würde ja sowieso nichts helfen. Du müsstest ja bei mir reinkommen. Und ich glaube, das sollten wir noch einmal abchecken. Also wenn ich dir das Passwort gäbe von meinem Account,
Ich glaube, ist ja kein Passwort. Die schicken einem ja immer per Mail diesen Code zu. Den müsstest du mir dann weiterschicken. Und dann, also ich melde mich an mit deiner E-Mail. Und nein, dann ich habe natürlich einen Bezahl-Account. Nein, ich habe schon ein eigenes Passwort. Ich komme immer direkt. Ach so, nee, ich kriege von denen immer so eine Zahlenkombination zugemailt und die muss ich dann eingeben und dann ist das so ein Einmal-Passwort. Also Co-Moderation StreamYard. Aber ich habe da halt auch einmal kurz drüber nachgedacht, was machen wir, wenn beim Stefan, keine Ahnung, ein kleiner Wohnungsbrand oder wenn der Stefan ja, krank eben. Ist oder sonst was. Ne? Und dann also siehst kann du hier, ich man müsste die mal durcharbeiten. How to add moderator in your live stream? Also es geht, Multi-Moderation muss gehen. Aber sie haben mir dann einfach gesagt, ja, wir arbeiten dran und hanana, hanana. Und das kommt jetzt dann und es wird immer einfacher und hallihallo. Aber ich habe es einfach nie gesehen. Die sind so am Basteln und ich habe ja, vielleicht hast du das andere gesehen. Geige hat sich ja dann tatsächlich gemeldet. Ja, vieles ist ja auch super hier, kann man gar nichts sagen. Aber, sie wurden eben gekauft. Und ich habe dann, bei mir kommt dann immer so der Verdacht, sie wurden gekauft, insbesondere zum gelöscht zu werden. Und so. Ich meine, das haben wir schon viele Male erlebt, ne, mit Social Media Plattformen. Und offenbar gibt es die genau gleiche Umgebung noch in einem anderen Ding. Und da gibt es so Diskussionen und ich gehe ja dem gar nicht nach, aber. Aber dieses Video sollte ich vielleicht mal noch anschauen. Ja, das wäre gut, oder? Wenn mindestens du noch Moderation und dann eben, also bei Birgit, ich glaube, das geht einfach noch nicht. Filterraum ist ja abgehauen, also keine Ahnung. Ich glaube, der will auch gar nicht mehr oder keine Ahnung, wie das geht. Aber wenigstens wir zwei könnten es ja mal testen. Und wenn dann wieder jemand dazukommt, könnten wir es fürs Fest, wüssten wir wenigstens, wie wir es machen, oder? Ja, wenn du es jetzt so nett bist, auszuchecken über das YouTube oder über die wie es geht, dann können wir das gerne einfach mal ausprobieren, ob ich eine deiner Sessions gestartet kriege. Ja. Eher nicht. Oder ob ich eine deiner Sessions, wenn du sie gestartet hast, übernehmen kann. Das können wir ja alles mal testen. Das können wir gerne machen. Ja. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen Account bei StreamYard über die E-Mail. Also bei mir sieht das ja dann so aus. Ne? Also da habe ich ja alle schon mal programmiert, ja. Die ich da eingetragen habe. Und dann, also eben My Account, Broadcast Contact. Also eben, ich verstehe es echt nicht, wo ich dir dann, also gut, also das, also dieses Video. Hä? Und daneben hast du gesehen, das war ja die große Diskussion eben da mit Geige, also das super ärgerlich. Also mir ist ja versprochen, dass ich unbegrenzt streamen kann. Jetzt haben sie aber jetzt haben sie was umgestellt. Und da, jetzt habe ich eigentlich doch nur noch 50 Stunden. Das heißt. Nee, da steht Recording Storage. Das sind ja zwei verschiedene paar Themen. Also streamen kannst du scheinbar, also so steht es auf dieser Seite von denen, wo man die verschiedenen Angebote wählt. Streamen bist du unbegrenzt, aber die zeichnen alles auf. Und wenn das voll ist, dann gibt es ein Problem. Ne? Ja, genau. Und das haben sie vorher eben anders gemacht. Sie haben eigentlich gesagt,
Deine Streams sind einfach 14 Tage gespeichert. Wenn du die haben willst, musst du sie halt holen. Aber nach 14 Tagen wird immer alles rausgelöscht. Und so. Und jetzt muss ich eigentlich bei jedem Dings, siehst du, ich kann es dir hier zeigen. Musst du händisch löschen. Ja, genau. Also, aber dann darf ich auf keinen Fall Delete Broadcast, weil dann wird es auch bei YouTube gelöscht. Also man muss dann wirklich richtig vorsichtig sein. Und hinzugehen, siehst du, Delete Recording. Ja. Also das ist wirklich ziemlich ärgerlich. Ich habe mich gewundert, als ich mich dort angemeldet habe, habe ich ja auch meine YouTube, also die Verknüpfung mit YouTube gemacht. Und dann bin ich wahrscheinlich vom letzten Jahr, weil es umbenannt ist, einfach nur, hat er mir auch angeboten, dass ich hier den Stream, dass ich den Kanal Stanislav Lem auch verknüpfen kann mit meinem Konto. Also ich kann auch direkt streamen in Stanislav Lem rein, weil es wohl das umbenannte Watzlawing-Ding ist. Und da bin ich letztes Jahr irgendwie auch Eigentümer von geworden gewesen. Also das hat mir die Software StreamYard direkt angeboten, als ich meine YouTube-Zugangsdaten eingegeben habe. Kann ich auswählen. Ja, super. Ja, das wäre natürlich toll. Aber mit Wasserzeichen, ja, weil ich keinen Bezahl-Account habe und mit den Beschränkungen halt. Ich habe es jetzt noch nicht probiert, ich habe nur gesehen, was geht und was nicht geht. Also gut, das könnten wir dann auch probieren. Also wenn du jetzt zu mir reinkommen würdest, wenn du in meinen bezahlten Account reinkommen würdest, wäre es ja interessant auch auszuprobieren, könntest du jetzt auch einen eigenen Stream, also könnten wir parallel streamen, weißt du, was ich meine? Naja, wir werden nicht gleichzeitig mit deinem Account wir werden ja nicht zwei verschiedene. Aber wenn du mir deine Zugangsdaten gibst, dann denkt ja jede Maschine, ich wäre der Stefan. Das heißt, es läuft alles so, wie es vorher von dir eingestellt wurde. Ja. Also ich bin ja jetzt auf diesem Basic-Dings da. Ich bezahle diese, was hat es Unlimited gehabt? Streaming steht da, ja. Streaming. Wenn ich es löschen gehe. Und das andere, diese 39 pro Monat wäre natürlich cool, weil dort könnten wir 8 Stunden streamen. Jetzt haben wir ja 4. Du, das ist sehr viel Geld. Das ist sehr viel Geld. Ich finde eben auch, also es hat mich dann einfach genervt, dass ich gesagt habe, du, jetzt kannst du mich mal, ich bezahle im Moment $240 pro Jahr. Eigentlich soll es doch da einen Rabatt geben, wenn du pro Jahr zahlst und nicht monatlich. Aber egal. Ja, es ist 39 pro Monat, 40, es ist echt eine Menge Holz, ja. Entschuldigung. Ja. Also es wäre ja nicht viel Geld, eben wenn irgendwie ein Sponsoring mit dabei wäre oder so etwas. Aber jetzt für mich privat reicht es, sage ich jetzt mal, diese 4 Stunden in der Regel fürs Festival selbst, wäre es jetzt natürlich schön gewesen, man hätte diese 8 Stunden. Also das wird dann schon jedes Mal so ein bisschen ein Ding werden, dass wir sagen, Leute, es ist 16.30 Uhr, unsere 4 Stunden sind ausgerammt. Wir schließen diesen Stream und wir treffen uns alle dann wieder auf diesem Link hier. Ne? Moment, wie ist das denn letztes Jahr gelaufen? Ja, letztes Jahr habt ihr es ja gemacht. Ach so, ja. Das war natürlich besser. Also jetzt, also hat andere Vorteile und andere Nachteile. Und hallo. Also ich glaube einfach, wir basteln das jetzt so durch. Aber es wäre schön, wir wären wenigstens zu zweit, ne? Dass da eben, dass wir so einen Fallback hätten, oder? Ja. Das sollten wir ausprobieren. Ja, das sollte man noch haben. Also gut, das wäre also das. Wir arbeiten dieses YouTube-Video durch und dann vielleicht eben, also wir haben ja noch ein bisschen Zeit für diese Tests. Ja, ich habe allerdings ja die Möglichkeit,
Also wenn es hier mit Giga oder mit Technik irgendwie ein Problem gibt, kann ich jederzeit Zoom anschmeißen und lasse das einfach in denselben YouTube-Stream reinlaufen. Ja, das gut, heißt, das ist das eine Problem. Aber du hast ja das Problem, wie kriegst du die Leute rein? Also wie wissen jetzt all diese Leute, die müssen alle dann eine Nachricht kriegen und das muss in das offene Dokument eingepflegt werden. Und es ist ein überschaubarer Haufen von Menschen noch, die ich alle über Twitter erreichen kann. Das geht noch, falls da was wäre, sag ich mal. Also, ja. Von manchen Leuten habe ich auch die Handynummer. Wer ist denn das zum Beispiel? Naja, von Birgit über warte, Klaus. Nee, Entschuldigung, ich zeige es hier. 19 Uhr hat sich einer eingetragen. Das ist Peschwede, der jetzt Pedene heißt. Den kennst du doch. Okay. Also gut, ja. Also gut, ich finde auch, also das gehört jetzt halt einfach zum Dings, wie es dieses Jahr läuft. Ne? Es kann richtig geil schief gehen. Ne? Ja, aber wunderbar ist doch das sozusagen jetzt die Variante mit Klaus. Ne? Der sagt mir, ich mag mich nicht in diese 30 Minuten einsperren lassen. Ja. Können wir das anders machen und einfach sagen, ja, ne? Es geht auch anders. Und es läuft alles in ein Archiv. Das heißt, du kannst sowohl das eine wie auch das andere dann noch nachschauen, wenn du möchtest und so weiter. Das ist prima. Und worüber wir eben gar nicht sprachen mit dem Fran noch, das war, wenn man sich darauf einlässt, hier sein Twitter-Handle reinzusetzen, dann kann man darüber auch noch, hat man einen Rückkanal und kann ja noch austauschen sich mit Menschen. Ne? Schauen wir mal. Ja, das stimmt, das könnten wir sicher machen. Ich glaube, da hätte er nichts dagegen, oder? Würdest du nicht auch sagen? Ja. Das mache ich gleich noch. Der Fran, wo ist der? Und es gibt bestimmt Menschen, die zuhören und dann gar nicht mal, sagen wir, in so einen Livestream vielleicht eine Frage oder einen Kommentar reinstellen möchten, aber gerne das Angebot annehmen, dann jemanden anzuschreiben oder sonst was. Ne? Und das kannst du ja auch begleiten, indem du eben immer twitterst dazu, wer gerade spricht. Und da kann jemand dann einen Kommentar drunter schreiben auch. Ne? Ja, genau. Also komm, das hauen wir jetzt noch rein. Fran, so hier, Palum. Das da. Ich finde auch. Anwenden. Boom. Ist es drin. Hä? Mhm. Ja, finde ich eben auch. Stimmt der Link? Klick mal drauf. Beim Fragen. Ja, super, alles klar. Ich dachte, ich war mir nicht sicher mit der Schreibweise. Nee, perfekt. Ja, dann ist doch eigentlich ein Rückkanal oder eine Kontaktmöglichkeit gut gegeben. Genau. Also gut. Und dieses Dokument, das landet dann auch mit dem Link im Livestream, ja, dass jeder da auch nochmal nachgucken kann und so weiter und so weiter. Ja. Tja, bumm. Und dann haben wir die Hashtags. Ja, ich habe mich noch nicht so wirklich mit Google Docs beschäftigt. Kann man da auch Kapitel anlegen und dann automatisch ein Inhaltsverzeichnis generieren? Dann könnten wir Vormittag, Nachmittag von jedem Tag sozusagen als eigenes Kapitel markieren und dann dem sagen, mach ein Inhaltsverzeichnis daraus. Dann kann man leicht die Stellen im Dokument finden. Ich habe es noch nicht gecheckt, was Google Docs kann. Ja, ich auch nicht. Ich habe, glaube ich, einmal ein Dokument mit Inhaltsverzeichnis gemacht. Es ist nicht sehr, ich habe auch den Eindruck, sie pflegen es nicht. Es ist wie so mit vielen Google Docs, Google Projekten. Sie gehen rein, zeigen mal schnell, dass sie es könnten und dann lassen sie es wieder sein und dann schießen sie es wieder ab. Und so, es ist so. Ah ja, Google.
Aber es, ja. Es ist, wie es ist, sagt man hier immer. Ja. Es ist, wie es ist. Ja, ich finde das alles schön und ich finde, du machst das sehr erfolgreich. Jetzt auch auf die, wenn du alles dazu gewinnst und die Art der Ansprachen, sieht doch fett aus. Sieht doch schon echt fett alles aus. Also ich würde auch sagen, also was jetzt noch steht, ist doch super. Ich habe mich total gefreut, da letztes Mal, als wir gesprochen hatten, da hat der, der Metamythos ja nachher so ein paar kleine YouTubes da als Teaser hochgeladen. Ja, genau. Das hat mich total gefreut. Ich bin unglaublich neugierig darauf, eben auf ganz andere Arten des Inputs oder der Teilgabe irgendwie. Ich bin gespannt und ich freue mich darauf, ja. Ja, ich glaube auch. Erfindet euch neu. Was für ein schöner... Wahnsinn, ja. Ne? Ja, macht die Tür auf. Macht mich neugierig. Ja. Und dann gleich Hansnöd. Also der Abend wird sicher auch wieder super. Und ja. Dann hast du ja gesehen, Servan hat ja auch... hast du den gesehen? Ach, das Wo? Ist ja der Samstag. Das ist ja der Samstag. Ich habe diese Nacht-Streamings, diese Lesungen aus dem Kongress, ne? Ja, ganz genau. Da, also er hat sich ja dann wirklich, ja, so, und dann kommt der Mittagsintermezzo. Ja. Und abends dann nochmal und so weiter. Ein paar Mal ist er drin. Ja, ja, 23 Uhr. Nee, eben, also, ja, genau. Also von denen habe ich jetzt noch gar nichts gehört. Also da ist jetzt der Servan der Einzige, aber der ist ja da in einem riesigen Netzwerk von jungen Akademikern. Ja, bin ich gespannt. Das könnten wir eigentlich auch noch verlinken, gell? Ja. Ja, Peter. Stefan, dann gehe ich jetzt rauchen und wir machen für heute Schluss. Ich finde auch. Haben wir schon einen nächsten Termin? Also gut, jetzt ist einem entstanden nächste Woche 10 Uhr testen. Wie sieht der bei dir aus? Ich glaube nächste Woche. Ja, ich würde noch können zum Testen. Doch ja, geht noch. Weil dann würden wir das mit Klaus testen und wir könnten, und bis dann haben wir dieses YouTube-Video angeschaut und ich suche mal die Passwörter, wie ich da eigentlich reinkomme. Augenblick, ich suche gerade 28. Klaus. Ja, ich trage mir das einfach in den Kalender ein, 28. 10 Uhr. Und vielleicht habe ich ja dann, also ich glaube, das sollte ich ja schaffen, dass ich dir bis dann die Passwörter geben konnte. Und dann könnten wir gleich probieren, ob das geht mit der Co-Moderation, oder? Ja. Dann hätten wir doch wieder so ein Setting. Hä? Ja. Stanislav Lem. Und genau. Und ich verlasse mich drauf, dass du den Link in das Dokument einpflegst und dann habe ich alles. Ja, genau, das mache ich jetzt gleich. In das What's Next. Ja, perfekt. Und ich kümmere mich jetzt wieder um das da. Und um den Urbaniok. Und den Viehabtrieb, ja. Nein, das finde ich immer schön. Da hat es doch jetzt so einen Stream, so einen kleinen Schnipsel, wo das Glockengeläut dir in den Livestream komplett reingebimmelt hat. Das war schön. Ich mag das. Ah, weiß ich gar nicht. Doch, doch, doch. Da warst du mit einer Frau am Reden und du hast getwittert, so 10 Sekunden, 12 Sekunden. Ah, ja, genau. Wie draußen das Vieh langläuft. Ist das nicht herrlich, ne? Ja, das stimmt. Diesen Link könnte ich eigentlich hier noch reinmachen bei der Barbara. Aber das war ja eine depressive Stimmung, die wir da hingekriegt haben. Das war schon habe ich gar nicht so verfolgt, aber das Gebimmel, ich mag es sehr, ja. Das ist, oh ja, dann ist der Sommer zu Ende. Der Sommer ist zu Ende, wenn das Vieh runterkommt. Ja, genau. Jetzt am Samstag, ich glaube
Freitag um 2 Uhr ist jetzt Alpabzug, der ganz große. Ja. Und das sind jetzt halt so kleinere, die da kommen. Und ja, hey, es geht schnell, es geht verdammt schnell. Ja. Super. Lieber Stefan, wir sehen uns. Danke. Ja, vielen Dank. Ciao. Bis bald. Ja, genau. So, jetzt stelle ich aber hier wieder um auf Wikidienstag. Tschabum. Obwohl es noch immer Stanislav Lem Festival ist. Ich lasse einfach noch ein bisschen laufen, weil ich da noch einige Sachen zu tun habe. Und das Angebot steht also weiterhin. Also wenn du noch reinkommen willst und noch über Stanislav Lem Festival reden willst oder was auch immer, dann bist du herzlich eingeladen, das zu tun. Ich mache noch einmal, ich schmeiße noch einmal den Link hier rein. Das geht immer ganz einfach. Du musst einfach in Chrome oder in Firefox diesen Link, der jetzt in den Kommentaren aufscheint, diesen StreamYard-Link packen und dann kommst du hier bei mir rein. Du kannst auch das Setting üben, wie das dann so aussieht von der anderen Seite. Und wenn ich jetzt hier nicht sehe, keine Kommentare und niemand reinkommt, arbeite ich hier einfach noch ein bisschen weiter. Das ist ein schöner Hinweis von Peter, dass ich den noch suchen gehe. Aha, ja, ich kann das einblenden. Ich würde mal sagen, das habe ich mit Alpabzug. Hoffentlich doch. Ja, genau, das ist der da. Den hat Peter gemeint. Da war ich mitten im Gespräch letzte Woche mit Barbara. Mit Barbara Müller. Ja. Jetzt merke ich gerade noch, dass ich da bei Urbaniok falschen Hashtag gemacht habe. Gut, wo bin ich da? Barbara, wo ist die Barbara? Hier. Tweet Alpabzug. Das ist der Link. Danke, Peter. So, und jetzt könnte ich das noch machen, testen mit, keine Ahnung. Tester Alfred heißt sein Account. Testen mit. Und Pemoe, wo ist er? Da ist er.
So. So. Und jetzt muss ich einen neuen Dings machen gehen. Mache ich hier. Create Podcast. New. Boom, boom. So. Nee, könnte ich vielleicht das Große nehmen. So, tschubum. Das ist nächste Woche, 28. 10 Uhr am Morgen. Thumbnail. Jaboom. Create. Oh. Das ist falsch. Edit. Das ist der 28. haben wir gesagt, gell? Nicht der 8. Tschabum. So. Und jetzt haben wir also hier Invite Guest. Das ist der Zugangslink. Achtundzwanzigster, 9. 10 Uhr. Tschabum. Jetzt gehen wir noch rüber zu Meta. Dann zu Fidlock. Dann haben wir gesagt, 28. hier. Ja, da passieren natürlich automatisch Fehler. Das wird auch ein Thema sein dann am Festival selbst. Es wird vieles schief gehen, das ist fantastico. So. Und jetzt haben wir, jetzt holen wir den Link, View on YouTube. Und jetzt kann ich es auch hier eintragen. So.
So, jetzt können wir hier vielleicht noch ein Strichlein machen, damit es... Oh. So. Okay, danke. So, und jetzt müsste ich also, was habe ich gesagt? Ich müsste herausfinden. Ein bisschen Musik. Würde es auch mehr Spaß machen. Also ich habe da schon noch ein paar Minuten zu tun. Und ich lasse den Stream jetzt einfach laufen, falls noch jemand reinkommen will. Thank you.
Thank you.
Gott, oh Gott, oh Gott. Thank you.
Ja, das ist aber nicht, was ich brauche. Okay. Das hat mit StreamYard überhaupt nichts zu tun. Also gut. Thank you.
Oh.
Thank you.
Thank you.
So, es ist 12 Uhr. Ich verschwinde hier. Ciao, tschüss. Ja, eben, also noch einmal, ich kann dir das gerne zeigen. Wenn du das Video jetzt also so, so gesehen hast. Jeden Dienstag ist Wikidienstag. Und du kannst bei Wikidienstag, also wenn du, ja, ich kann es dir von vorne zeigen, wenn du bei Wikidienstag da auf die Seite kommst, kannst du auf Wikidienstag What's Next gehen. Und dann hast du diese Timeline, wo alle nächsten Termine eingetragen sind. Und wenn du da keinen eingetragenen Termin siehst, dann ist der Dienstag frei. Also, so. Also nächsten Dienstag, also heute Morgen war Professor Dr. Fran Osereci da. Und dann haben wir noch diesen ersten Teil gemacht mit Peter und mit Klaus. Und wir haben einen nächsten Test vereinbart auf nächste Woche, weil jetzt geht es doch sehr, sehr schnell auf unser Festival hin. Also gut, aber einfach ganz grundsätzlich, du schaust also Dienstag, wann hätte ich Zeit, habe ich schon was eingetragen, zum Beispiel 31. August, 12 Uhr bis 15 Uhr ist besetzt, ja, könnte man gleich noch reinschreiben, Monika und Rolf verlangen 3-Stunden-Settings, also das ist so bei denen. Das mache ich noch schnell. Und wenn nicht, dann schickst du mir eine E-Mail oder kontaktierst mich irgendwo, wo du willst, wo du halt Kontakt hast zu mir oder keine Ahnung was. Und machst deine Wunschzeit da rein. 15. So, das müssen wir natürlich da reinschreiben, sonst wird das nichts. Theoretisch könntest du es auch selbst machen. Dann aber nicht in meinem eigenen Blog. Dann, aha, das kann ich dir auch zeigen, dann könntest du hier, du könntest auch selbst eintragen, hier, der Link, dann kommst du auf diese Mita-Wikimedia-Seite und dann, wenn du das kannst, also eben bearbeiten, hä? Bearbeiten und ja, also da kennst du dich entweder aus oder dann lässt es lieber sein. Aber so, also eben Monika und so, die tragen sich natürlich selber ein. Dann sehe ich den Termin, dann schicke ich ihnen den Link zu. Und sonst, ich glaube, hier habe ich auch eine E-Mail-Adresse, ja genau, hallo@wikidienstag. Schickst du mir halt eine E-Mail und sagst, dann und dann würde ich gerne kommen und die Frage beantworten. Vielleicht geht es ja im Moment eben um LEM,
Fragen, wo ich im Moment auch sehr stark dran bin, ist diese Gesellschaft zum guten Tod. Das läuft alles im Blog. Die Benedikt- und Scholastische Gesellschaft zum guten Tod ist eines der wichtigen Themen. Dann ein anderes wichtiges Thema ist natürlich soziale Arbeit, das Schweigen der Disziplin. Eben das ist im Moment dieser aktuelle Streit mit Professor Dr. Frank Urbaniok. Also wenn du da irgendwo mit dazukommen willst, dann einfach, wie gesagt, wikidienstag.ch/what's next. Und dann nimmst du dir einen Slot und es läuft. Ja, und das andere eben, Stanislav Lehm, da musst du dich nicht voranmelden, du musst überhaupt nicht zu mir kommen. Du gehst einfach in dieses Dokument. da kannst du dir keinen Slot auswählen, da schmeiße ich dich gleich wieder raus. Aber beim Freitag und am Samstag, überall dort, wo Fragezeichen sind, also kannst du einfach deinen Slot übernehmen. Und wenn du es da eingetragen hast, bist du drin und der Termin gehört dir. Im Namen des Erzengels, der Wut und des Heiligen Zorns geht hin in Unruhe.